Eins, zwei, Kathi kommt vorbei. Drei, vier, steht vor der Kellertür. Fünf, sechs, den Archi holt die Hex. Sieben, acht, zum Stream die ganze Nacht. Neun, zehn, sie lässt ihn nicht mehr gehen. Marek Danielewski war einerseits froh, einen Job beim ICT, dem Institute for Clone Technologies, in der Nähe von Gütersloh zu haben. Andererseits hatte er in letzter Zeit enorme Bedenken, was die Vorgehensweise des Instituts in Bezug auf Klon- und Genforschung anging. Es ging das Gerücht um, dass in jenem Gebäude Genexperimente durchgeführt wurden. Das wäre an sich bei ICT nicht der Rede wert gewesen. Würde nicht hinter vorgehaltener Hand davon gesprochen werden, dass es sich dabei um den Versuch handelte, Mensch und Tier zu kreuzen. Oh Mann, flüsterte Marek. Ich hoffe nur, dass sie diese Tiere unter Kontrolle haben, wenn sie an ihnen experimentieren. Hyänen leben in sogenannten Clans, Gruppen, die sich aus 10 bis 80 Tieren zusammensetzen. Neben selbsterlegter Beute fressen die Hyänen Aas und betreiben Kleptoparasitismus. Das Lokalisieren lebender Beute findet mittels Geruch, Gehör oder Gesichtssinn statt. Darunter war eine weitere handschriftliche Notiz, die höchstwahrscheinlich von Dr. Hill stammte. Es muss unbedingt darauf geachtet werden, dass die Krokodile immer satt sind. Aggressivität der Versuchstiere unbedingt verhindern. Einer Verschmelzung menschlicher und tierischer Gene steht meines Erachtens nichts mehr im Weg. Nach wie vor bin ich allerdings der Meinung, dass sich die Gene der Hyäne durchsetzen werden. Vor allem in Bezug auf die Aggressivität und Nahrungsbeschaffung. Sie sehen aus wie eine Kreuzung aus Mensch und Tier. Am ehesten würde ich sagen, dass sie aufgrund ihrer Augen Hyänen ähneln. Solch eine Verschlagenheit besitzen Wölfe nicht. Vielleicht kommen sie sogar aus dem nahegelegenen Institut. Die Wissenschaft setzt sich doch mittlerweile über viele Grenzen hinweg. Wenn sich in der Kreuzung tatsächlich eine Hyäne befindet, haben wir es mit einem gefährlichen Gegner zu tun. Diese Tiere jagen in Rudeln und wenn sie ausgehungert sind, entwickeln sie eine beängstigende Schleue, um an das Objekt ihrer Begierde, nämlich eine Mahlzeit, zu kommen. Das heißt also, sie werden alles daran setzen, um in unseren Wagen zu gelangen? Genau das bedeutet es. Ich will keinesfalls Panik verbreiten, aber wenn wir hier bleiben, werden wir es schwer haben zu überleben. Nachtzug von Wolfgang Brunner. Gelesen von Kathi Winter. Hallo ihr Verrückten. Oh mein Gott, das fängt schon wieder von vorne an. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem Friday. Wir haben noch keine Musik. Ich hoffe, keiner wird taub. So, wen haben wir denn? Hallo Sap, hallo D1385, hallo Wilde Katze, hallo Green Mousy, hallo Mr. Milgram, hallo Tatjana, hallo Getreidehans, hallo Archi. Hallo Kathi, ich bin leider noch nicht im Bild, aber das werde ich gleich sein. Hallo Kettenhund, hallo Hija, alle sind heute da und ich freue mich, dass ich Wasser bekommen habe. Ist traurig. Danke. Ich stelle hier den Wassernachschub bereit. Okay. Es ist ein aufregender Stream. Es ist ein bisschen verspätet heute und alles chaotisch und Archi ist auch noch nicht ganz da, aber wir kriegen das bestimmt gleich hin. Ach, ich bin voll und ganz da. Ich bin immer bereit. Ich bin super aufgeregt. Heute endlich ist es soweit, Nacht zu kommen. Es war für mich das härteste Projekt bisher dieses Jahr. Und ich bin sehr froh, dass es nun endlich heute released werden kann. Das bin ich auch. Vor allem bin ich unglaublich auf eure Meinung gespannt. Und ich bitte euch gleich im Voraus nochmal ganz, 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 ganz herzlich weiterhin immer fleißig eure Kritiken dann auch auf Etsy und allen anderen Plattformen zu posten. Genau. So. Okay. Einen wunderschönen guten Abend erstmal euch allen und. Hi. Also für Herr YouTube, das ist jetzt Werbung, weil wir ein Produkt platzieren, welches wir heute vorstellen oder so. Von Wolfgang Brunner. Du nennst es Produkt. Wir haben von Herrn Wolfgang Brunner schon mal etwas vorgestellt, nämlich Kinderspiele. Es war ziemlich harter Tobak und wir hatten Wolfgang Brunner im Interview, nicht ganz live, aber wir hatten ihn mal hier. Und ja, jetzt endlich haben wir sein
sehr, sehr langen, aufregenden Roman Nachtzug fertig. Und ihr könnt ihn euch holen. In 3 Monaten auf Audible, aber jetzt schon auf CD und auf Bandcamp. Darf ich schon zeigen? Ja, zeig's, habe ich auch schon gezeigt. Hier nämlich in schicker DVD-Hülle, beziehungsweise... Die ist leer. Oh. Ich kriege natürlich das Vorführexemplar. Das ist ganz normal. Ja. Gut. Okay. So, ich hoffe, ihr könnt die Musik normal hören. Und bei uns ist sie sehr laut. Ich sehe gerade, oh Gott, alle schreiben Umkeiche im Anzug. Maria hat vorhin geschrieben, der Anzug ist schick. Vielen Dank dafür. Zu Nachtzug. Und weil Muni gerade im Chat Etsy gepostet hatte, darf ich kurz die Leute informieren? Mach, was du willst. Wieso stellst du so leise? Weil ich erstmal gucken muss, wie es jetzt alles ist. Das Problem ist, wenn du es so leise stellst, höre ich es auf meinem linken Ohr nicht mehr. Dann schaltet der Lautsprecher auf dem linken Ohr aus. Okay. Auf jeden Fall. Etsy. Dort könnt ihr Nachtzug in CD-Form kaufen, als MP3-CD. Und natürlich, wie zu den letzten Release-Partys auch, habe ich euch ein bisschen was gegönnt. Kathi weiß es selbst noch nicht. Ich setze euch jetzt ins Bilde. Bis einschließlich Sonntag. Sonntagnacht um 23.59 Uhr ist eure letzte Chance, sind auf alle Artikel bzw. jede Bestellung in unserem Etsy-Store keine Versandkosten. Also komplett versandkostenfreie Lieferung, ganz egal wie viel ihr bestellt, selbst wenn es eine LKW-Ladung voll wird, wir zahlen die kompletten Versandkosten für euch. Und das ist natürlich noch nicht alles, liebe Kathi, denn es ist ja auch nicht Kathis erste CD, nicht ihr erstes Hörbuch. Alle Hörbücher, die wir bisher als CD vertreiben, nämlich Voyeur von Kathi Winter, Koma von Kathi Winter, Psychopath von Marie Merz, sind um 10% rabattiert, sind 10% billiger bis auch einschließlich Sonntag im Store zu haben und natürlich auch wie schon immer einmal den Befehl Coupon bitte eingeben. Oh, du hast einen Coupon gemacht? Natürlich! Während des Streams bzw. für den restlichen Abend ist ein 10%-Coupon für Nachtzug. Nicht schlecht, eigentlich hat alles schon wieder, ich wusste von gar nichts. Das heißt, wenn ihr heute mit dem Coupon Nachtzug bestellt, kriegt ihr 10% Rabatt auf Nachtzug, 10% Rabatt auf alle anderen CDs durch den Rabatt, der das ganze Wochenende über gilt, und versandkostenfreie Lieferung. Mehr kann ich euch nicht geben, meine linke Niere ist leider bereits für Kathi reserviert. Oh, Gott sei Dank. Und die rechte brauche ich selbst. Ja. Okay, so. Ja, okay, aber jetzt fangen wir mal ganz normal an. Es war ein langer Tag. Wir haben heute sehr viel Zeit beim Arzt verbracht. Und jetzt, das war spannend, ja. Das war sehr spannend, aber nichtsdestotrotz, heute ist der Release und ich freue mich wahnsinnig. Ich habe das Buch im Januar, Februar aufgenommen, ja? Eher Februar. Februar aufgenommen. Dann habe ich das geschnitten, dann haben Testhörer es gehört, dann hat es eine Weile gedauert, dann kam der Umzug und jetzt ist es gemastert und fertig. Wir hätten den Release auch schon gern früher gemacht, aber es war körperlich einfach nicht möglich. Und es ist ein super spannendes, sehr, sehr, sehr langes Hörbuch geworden. 11,7 Stunden mit sehr vielen Wendungen und heute werde ich euch ein bisschen daraus vorlesen. Ihr seht es, so dick ist das Buch und ja... Buchimkopf.wordpress.com hat dazu geschrieben, mehr kann man von einem Horrorroman nicht erwarten. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. An manchen Stellen wird es vielleicht ein bisschen blutig, aber es ist nicht komplett blutig. Es ist eigentlich mehr Thriller-mäßig. Ja, also es ist zwar Horror, es ist übergreifend im Genre Horror einzuordnen, aber eher Richtung Thriller. Und Ashakita hat im Chat nämlich auch schon mal gefragt. Sie hat mittlerweile auch schon vorbestellt, ging auch schon. Oh, da habe ich auch noch was zu sagen gleich. Aber es ist wirklich eher wirklich der Horror und nicht der Splatter, der im Vordergrund steht. Es ist nicht so viel Blut, wie man denken könnte. Okay. Ganz kurze Anmerkung. Wer auf Bandcamp schon mal geguckt hat, der konnte schon vorbestellen, der kann immer noch vorbestellen. Und da das ein digitaler Download ist, ist er natürlich sofort verfügbar. Theoretisch, praktisch werden wir ihn live hier im Stream live schalten. Na dann los, dann mach jetzt. Ich hätte gesagt, nachdem wir das die erste Hörprobe bekommen haben. Okay, hier ist er, glaube ich, aufgeregter als ich. Ich bin in erster Linie aufgeregt. Ich informiere die Leute nur über unsere Angebote. Und okay. Die Leute sind sehr begeistert über meine Marktschreierfähigkeiten. Man hat noch verlangt, dass ich 2 Katzen und ein Kochtopfset mit in den Topf werfe. Aber nein. Okay,
Ja, also ich werde gleich ein bisschen vorlesen und dann werden wir darüber sprechen. Dann werde ich nochmal was vorlesen. Ich werde zwei Teile also vorlesen. Es sind zwei Handlungen. Ich mache mal ein bisschen... Es sind zwei Handlungen, die aufeinandertreffen irgendwann. Und zwar geht es einmal um dieses ganze Labor irgendwo im Teutoburger Wald in Deutschland. Das spielt in Deutschland. In der Gegenwart, 2010 spielt es. Also... weiteste Gegenwart. Also, die Menschen haben kein Smartphone, aber sie haben Züge. Und davon ich... Das ist alles, was zählt. Es spielt mitten im Wald in einem geheimen Labor, in dem auch Genexperimente gemacht werden. Und dort werden anscheinend ja Wesen miteinander gekreuzt, Hybriden gezeugt. Und dann eskaliert alles durch... Blöde Umstände können diese Hybriden entkommen. Gleichzeitig ist ein absoluter Schneesturm. Ein Zug bleibt mitten in der Nacht im Schnee stecken. Und wir haben ein paar Protagonisten, die nicht bewaffnet und keine Superhelden, ganz normale Menschen wie wir alle, die ja dann auf diese Wesen treffen. Und dann... Beginnt alles. Ich muss sagen, das ist mein Lieblingssetting. Ich liebe, also diesen, das hat auch diesen Hauch von Science Fiction. Und ich liebe Bücher und Geschichten, die sich auf ein Monstrum oder ein Schema eines Monstrums fixieren. Diese Abnormitäten. Sowas liebe ich. Ich liebe solche Settings. Also ich mag es, wenn der Raum begrenzt ist. Und das ist eher in diesem Buch relativ. Wir haben ja letzte Woche und wir machen diese Woche im Abendtagebuch das nochmal, Winter Tales. Da habe ich gesagt, schreibt eine Gruselgeschichte mit einem Zug. Die Menschen sind im Zug und entweder außerhalb des Zuges oder innerhalb des Zuges passiert etwas Schreckliches. Es gibt eine große Gefahr. Und genau so war das hier auch. Und auch Winter Tales sind fantastisch und das Buch ist ebenfalls fantastisch. Und wir werden vorlesen. Und bevor ich jetzt lese... Weil wir niemals das Donation-Ziel-Babybett erreicht haben, haben wir heute ein kleines Spiel dazu vorbereitet. Und zwar, sonst habe ich immer Sachen verlost und die verlose ich heute auch, aber nicht durch ein Spam-Spiel, sondern durch Donations. Wenn donated wird, dann ertönt ein lustiges GIF und eine Musik. Und ich habe random verschiedene GIFs und verschiedene Melodien eingestellt. Und sobald die Musik aus ist... bekommt derjenige, der in dem Moment gerade im Chat etwas für uns geschrieben hat, wenn er dann Ü16 ist, von uns ein Hörbuch nach Hause geschickt. Also ihr würdet, wenn ihr donatet, nicht nur mir einen Gefallen tun, sondern auch irgendjemanden aus dem Stream gerade, der dann die Chance auf ein Hörbuch hat. Wer jetzt so herausfinden will, wie der Algorithmus dieser Melodien ist und wie lang sie sind und genau dann was tippt, kann das gerne auch versuchen, aber ich weiß nicht, ob das ganz genau klappt. Durch die Verzögerung ist es faktisch unmöglich, das vorherzusehen. Deswegen probieren wir das heute mal aus. Vielleicht donatet ja auch niemand, dann bekommt niemand das Georg. Achso, ja, das war jetzt die erste. Erstmal danke, Georg, das war nicht die mit der Melodie. Verdammt. Das wäre die erste wichtige Information gewesen, ja. Ja. Das, Georg. Vielen, vielen Dank erstmal. Vielen Dank. Also das sind alle Donations ab 5 Euro. Da erscheint nämlich dann dieses Random GIF. Aber ich habe diesen Zufallsgenerator heute zum ersten Mal eingestellt. Wir gucken einfach, wie es läuft. Ich kann für nichts garantieren. Das heißt aber, wir hatten ja sonst immer, ich glaube, 3 Exemplare, die wir verlost haben. Ich glaube, 3 waren es meistens. Heute können unendlich viele. Genau, heute hängt es von euch ab. Vielleicht kriegt nur einer, vielleicht kriegt gar niemand ein Exemplar zugelost. Vielleicht der halbe Channel. Channel, der halbe... Ich wusste nicht, wie ich es bezeichnen soll. Der halbe Chat. Ja, gut, der halbe Chat. Es können 10, 20 oder 2 sein. Wir gucken mal, ob das überhaupt klappt, ob das überhaupt Spaß macht und ob da überhaupt Interesse besteht. Auf jeden Fall, das Hörbuch sind 11,7 Stunden. Ich spreche allein, es gibt keine Musik, wie das eben bei einem echten Hörbuch ist. Das hat hier geklappert. Und in diesem Hörbuch habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, ein Autogramm zu bekommen. Kettenhuhn hat keine Geduld, will das jetzt sehen. Du wirst jetzt die höchste Donation, verdammt. Erstmal Dankeschön. Also, wer die höchste Donation hat, kriegt diese trinkenden Hunde. Wenn dieses GIF aus ist, entscheiden wir jemanden. Okay, dann gucke. Dann sag du den Namen, der dann kommt.
Dann machen wir es jetzt. Lies den Namen vor. Ja, erstmal muss das GIF enden. Achso, okay. Tatjana Susanne. Herzlichen Glückwunsch. Sie hat einfach nur Hey geschrieben. Tatjana, herzlichen Glückwunsch. Und ja, das ist so eine kleine Krux in der Einstellung jetzt gerade, denn das war nicht so geplant. Wer die höchste Donation hat, bekommt dieses spezielle GIF und das sticht anscheinend den Zufallsgenerator. Das heißt, wenn ihr mehr spendet, kommt erstmal das GIF, aber ihr habt gesehen, wir kriegen ja auch eine Alternativlösung zustande mit dem GIF. Tatjana Susanne, herzlichen Glückwunsch für deinen Gewinn. Jetzt, das ist das GIF, was ich meinte, wenn die Musik aus ist. Versuch Nummer 2, das Georg, vielen Dank. Du liest den Namen vor. Horrorcocktail. Okay. Herzlichen Glückwunsch, Horrorcocktail. Witzigerweise hat Horrorcocktail in dem Moment geschrieben, in dem er herzlichen Glückwunsch geschrieben hat. Das passt so gut zusammen. Okay. Ja, nicht wundern übrigens, wenn bei euch die Melodie endet, ist sie bei mir, hat sie bei mir auf dem Ohr schon geendet und wir haben uns entschieden, dass ich sage, sobald die Melodie geendet hat. Obwohl, die kriegen ja das genauso. Ach, ich bin verwirrt. Diese ganze Zeitverzögerung. Tatjana, bitte schreib auch keine Adresse oder irgendwas rein. Wir können dich kontaktieren. Entweder finden wir über Instagram, Facebook zusammen, Instagram wahrscheinlich eher, Kitsuna. Wer wird gewinnen? Kitsuna! Erstmal vielen Dank. Kitsuna. Dann musst du ich gehe jetzt nach dem linken Bildschirm. Moment. Okay, hier. Ja, ja, da wenn das GIF zu Ende ist. Ja. Tatjana, oder über Discord. Es war Monster Crafter. Monster Crafter hat aber leider schon eine Lieferung bekommen, deswegen ist es Wilde Katze. Monster Crafter, es tut mir leid. Aber in dem Fall ist es dann Wilde Katze als Nächste. Ihr wart aber auch extrem nah beieinander. Wilde Katze, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, okay. Und vielen Dank auch an Kitsuna. Tatjana, kein Problem. Wir, dann schreibe uns eine E-Mail an kontakt@katiwinter.de. Bis jetzt Horrorcocktail und Wilde Katze, wie ich euch erreichen kann, weiß ich. Gut. Wow. Das Georg. Ja, das Georg, dankeschön. Es war LP Panda und er schrieb Katastrophe. Ist LP Panda denn schon 16? Das weiß ich nicht. LP Panda, wie alt bist du denn? Alternativ, der nächste wäre D1385 gewesen. Mensch, das geht hier Schlag auf Schlag, so schnell kann ich gar nicht gucken. Dankeschön, erstmal vielen Dank, Georg. Also ich bin mir sicher, unsere Moderatoren werden Tatjana Susanne auch nochmal informieren, wenn sie Verwirrung hat, wie sie uns kontaktieren soll, dann kann gerne einer der Moderatoren nochmal aufklären. Kriege ich den Link? Ja, einer der Mods wird gerne den Link geben. LP Panda S22, dann auch du, bitte Discord oder kontakt@katiwinter.de via E-Mail. Da kannst du mir direkt, der Archivar, am besten deine Adresse zukommen lassen. Und da kriegst auch du heute direkt zum Release dein Exemplar zugeschickt. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben ja jetzt beim Vorbestellen, wer vorbestellen konnte bis heute 20 Uhr, der hat noch ein kleines Geschenk dazu gepackt bekommen. Genau. Deswegen sollen wir dieses Geschenk für die Leute, die heute im Stream gewinnen, auch dazu packen? Das ist jetzt eine gute Frage, aber ich weiß es nicht. Also Dankeschön. Ich würde sagen, naja, ist schwierig. Ich würde sagen, nein. Wir legen ein kleines Geschenk dazu, aber nicht das Geschenk, das die Vorbesteller bekommen haben. Die okay. Vorbesteller sollen was Eigenes bekommen. Die haben, okay. haben was Eigenes bekommen. Darüber hinaus, deswegen, das war auch der Grund, warum ich jetzt diese 10% Aktion auf Nachtzug nochmal gemacht habe mit dem Coupon. Hauptsächlich deswegen und auch deswegen die Versandkosten frei, damit die, die nicht vorbestellt haben... Georg, Nummer 4. Ich höre die Musik nicht. Achso, doch, ich höre die Musik. Zack. Diesmal ist es D1385. Vorhin knapp daneben und jetzt Volltreffer. Herzlichen Glückwunsch, D1385. Ich fühle mich ein bisschen wie bei Astro TV. Das geht Schlag auf Schlag. Ich bin... Marti, vielen Dank und willkommen im Kreis der Wahnsinn. Ja, vielen Dank auch an alle, vor allem das Georg. Mensch. Und ja, Kettenhund, das ist die richtige E-Mail-Adresse. So. Ab wann zählt es nicht, wenn, also ab 5... Genau, ab 5 Euro. Wenn der Hund kommt, das Hundegif oder diese lustigen Melodien. Wo ist eigentlich gerade? Ach, danke schön, Monster Crafter, das ist lieb. Danke, Monster Crafter. Okay. Ja, genau. Also deswegen, ganz kurz, versandkostenfreie Lieferung und 10% Aktion auf Nachtzug ist deswegen, weil die jetzt dieses Geschenk nicht bekommen haben, so ungefähr, nicht ganz, aber auch so ungefähr einen Preisvorteil bekommen haben, also auch nicht ganz leer ausgehen und sich so ausgleicht. Mensch! Du musst den Namen vorlesen, du bist heute die Bartfee. Ja, erst soll ich zur Musik ausgehen. Es wäre Kettenhund gewesen, aber vor Kettenhund...
Pikas ist danach gekommen, aber vorher geschrieben hatte Zombie-Loverin. Deswegen Zombie-Loverin! Aller herzlichen Glückwunsch. Das Georg. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Wirklich. Kettenhunde gewinnen nichts. In der Tat, denn der Kettenhund hat schon alles bekommen, was er bekommen kann, denn er ist 100 $ Patreon. Was will man da noch geben, was man nicht schon gegeben hätte, außer seine rechten Niere? Okay, ist gerade total viel Chat und... Ich finde das schön, ich mag das System. Und ich finde es schön, wie ihr das Ganze unterstützt. Ihr werdet es nicht bereuen. Komm, mach mal 5. Sag, lies vor. Es wäre Horror-Cocktail gewesen, aber den hatten wir schon, deswegen SAP 84. Allerherzigsten Glückwunsch. SAP unterstrich. Oder SAB, ich weiß es nicht. Ja. Dankeschön, Monster Crafter. Mal gucken, ob ich heute noch zum Lesen komme. Ich muss das mal sehen. Jetzt bin ich aufgeregt. Ich bin in erster Linie unglaublich froh, dass die Leute so spendabel sind. Ja, ich freue mich auch. Diesmal kann nämlich niemand sagen, das ist mal schön, das sind nicht wir die Spendablen, sondern ihr könnt quasi euren Mitchattern spenden. Das finde ich eigentlich ein schönes System. Denn 5 € ist ja weniger, als das Hörbuch kosten würde, wenn man es auf Etsy kauft. Deswegen ist es quasi nochmal eine Rabattaktion und ihr macht damit Geschenke an eure Mitchattern. Okay, wenn wir jetzt sowieso gerade nicht lesen, dann können wir ein bisschen über das Buch erzählen. Genau. Also, worum geht es? Es geht um einen Zug, habe ich gehört. In der Nacht. Nein, es gibt, ich habe gehört, es gibt zwei Handlungsstränge. Ja, das habe ich ja eben schon. Genau. Das geht einfach mal so. Dankeschön. Und? Green Mausi. Green Mausi. Es ist green zu green. Das ist auch schon volljährig. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Green Mausi. Deine Adresse habe ich auch. Ich schreibe übrigens euch alle auf. Also wie im Klassenbuch mache ich heute hier eine Liste. Schreibe ich ein E für entschuldigt und ein G für gewonnen. Und danke, Georg. Vielen Dank. So, ich finde, das Buch ist nicht normaler Horror, wie zum Beispiel, oh, wir gehen durch einen dunklen Wald und haben Angst, sondern es ist auf der einen Seite ein bisschen Tierhorror. Also, ich persönlich finde Bären ganz gruselig. Bären und Gorillas. Finde ich sehr gruselig. Und diese Kreaturen, die dort nun aus dem Labor entfliehen, sind Mischlinge. Mischlinge sind Hybriden aus Hyänen und Menschen. Das heißt, sie sind sehr intelligent. Sie scheinen das zu verstehen, was man sagt, aber sie haben etwas Animalisches an sich. Und es gibt ein paar Regeln, wie man diese Hybriden vielleicht zähmen kann. Vielleicht. Aber sie sind sehr, sehr, sehr tierisch. Sie können nicht sprechen, aber sie können töten. Und das tun sie auch. Und für mich ist das so interessant gewesen, weil Hyänen Tiere sind, mit denen ich mich vorher noch nicht beschäftigt habe und ein bisschen was über Hyänen gelernt habe, das ich euch nachher noch vorlesen werde. Und ansonsten ist das erstmal der erste Horror. Die zweite Form des Horrors ist natürlich dieses Jagen und Gejagtwerden. Dieses Unberechenbare, wenn man von so einer Kreatur steht, was tut sie dann? Und ja, das dritte ist dieses Völlige auf sich allein gestellt. Denn es ist richtig eingeschneit. Es fahren sonst keine Züge, es fährt kein Verkehr nirgendwo. Man ist mitten im Schneesturm. Man ist auf die Deutsche Bahn angewiesen. Oh Gott. Die Menschen sind dem Tode geweiht. Das waren sie schon vor den Hyänen. Seit sie in den Zug eingestiegen sind. Und ja, und... Das weiß auch jeder Pendler. Es gibt ein paar Charaktere, die für mich absolute Helden sind. Ich liebe übrigens dieses Gift, die dazugehörige Melodie. Das ist sehr schön. Ein Babybett für Archi, da stelle ich doch direkt ein. Vielen Dank. Das ist Georg. Magics. Also das Georg. Das Georg. Hast so viel gegeben und ich freue mich richtig, dass wir dir was zurückgeben können. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das Georg, du hast dir auch wirklich verdient. So, danke Tatjana. Archi wird dann gleich nachher mal gucken. Kannst du jetzt mal den Download freischalten? Oh, wie gesagt, ich hätte noch auf die erste Hörprobe gewartet. Nach der ersten Hörprobe. Okay. Aber was ich ja am spannendsten finde, ist die Idee überhaupt,
auf Hyänen zu kommen. Denn wenn man jetzt wirklich an so Hybriden denkt oder solche Forschung, was könnte man alles mit den Menschen kreuzen? Also Werwölfe. Ja, eben, Werwölfe kennt man ja schon. Aber das nächste ist, was möchtest du erreichen? Was möchtest du mit so einer Kreuzung erreichen? Irgendwas am Menschen optimieren, zum Beispiel, keine Ahnung. Er soll unter Wasser atmen können. Kreuzt du ihn mit entsprechenden Amphibien oder Fischen? Er soll mit Walen. Besonders schnell. Er soll besonders schnell sein. Kreuzt du ihn mit entsprechenden Tieren. Besonders stark. Bär. Aber okay. Warum eine Hyäne? Warum eine Hyäne? Da werden wir nachher noch dazu kommen. Diese Stelle werde ich vorlesen. Das finde ich super. Das hatte ich gehofft. Denn es gibt ein paar Kapitel, die sich absolut dazu eignen, sie vorzulesen, ohne viel zu spoilern, einfach weil sie sehr viel erklären, ohne langweilig zu werden. Oder spannend zu werden. Nein, ohne langweilig zu werden. Ich mag den Schreibstil von Wolfgang Brunner tatsächlich sehr. Und wer sich an Kinderspiele erinnert, es wird nicht langweilig. Und es ist die ganze Zeit so sehr intelligent geschrieben. Und wir haben ja sehr viele Charaktere. Sehr, sehr, sehr viele und nicht alle schaffen es natürlich. Es ist ganz interessant, wenn man sich am Anfang so seinen Lieblingscharakter aussucht und dann guckt, ob der überlebt. Es gibt ein paar Charaktere, die sind nur dazu da, damit sie sterben. Wie in jedem guten Buch. Wie in jedem guten... Nein, aber das hat... Nein, wie in der Bibel. Das klang jetzt sehr böse, aber in gewissen Geschichten braucht man einfach diese Charaktere. Man braucht das Kanonenfutter. Das ist wichtig, einfach weil du damit einfach auch einen gewissen Horror erzeugen musst. So, wir haben aber innerhalb der Hyänen-Clans, denn Hyänen leben in Clans, wie wir gelernt haben, haben wir auch nochmal ein paar Unstimmigkeiten. Wir haben mehrere verschiedene, die... Wir können in deren Gedankenwelt ein bisschen eintauchen, aber nur so an der Oberfläche kratzen. Und ja, dann kommt... Die sind sich ja auch nicht immer ganz einig. Also total, es gibt sehr viele Wendungen. Und ich denke, wir werden jetzt gleich anfangen zu lesen, oder? Ich würde dich darum bitten, ich kann es nicht erwarten. Ich habe Angst, ich bin halt sehr aufgeregt. Freut euch, alle, die das Hörbuch bekommen, ihr bekommt jetzt eine Kostprobe und ihr könnt euch wirklich darauf freuen. Es ist absolut sein Geld und seine Zeit wert. Und es sind 11,7, hast du gesagt, glaube ich? Ja, ich glaube schon. 11,7 Stunden. Ihr habt fast 12 Stunden an wirklich gutem Horrormaterial. Also, ihr könnt euch wirklich drauf freuen. Alle, die vorbestellt haben, alle Patreons, die es bekommen, etc. Wirklich, freut euch darauf. Ja, ja, ja. Mein Gehirn ist noch nicht ganz da. Das aber hat sich gereimt. Danke. Das war Absicht. Okay, ich fange in einem Kapitel an zu lesen. Ich lasse den Anfang weg. Und wenn ihr viel Zug fahren müsst, empfehle ich euch das Hörbuch übrigens auch. Das macht das nochmal alles intensiver. Ich würde übrigens mich dann, während du liest, von diesem Platz verabschieden, damit ich am Chat teilnehmen kann und ein bisschen darauf achten kann von meinem PC aus. Ja. Und in der Sekunde, in der Kathi aufhört zu lesen, wird der Download-Link freigegeben sein auf Bandcamp. Okay, wenn ihr während des Lesens donatet, werde ich natürlich dann gleich gucken, wer dann das bekommt. Da kann Archi dann nicht die Bartfee machen, da muss ich. Ach, da kann ich schon nicht beflitzen. Nein, ich höre es ja nicht. Du hörst es nicht. Okay. Wir beginnen mit einem Protagonisten, der Marek Danielewski heißt. Er ist Pole und er ist ein Tierpfleger gewesen im ICT, im Institute for Clone Technologies in der Nähe von Gütersloh. Und wir beginnen jetzt abends um 18.13 Uhr am 5. Januar 2010. Und er wurde von seinem Job abgezogen, weil er nun im C-Komplex arbeiten soll. Der C-Komplex ist ein geheimer Komplex in dieser ganzen Forschungseinrichtung. Da sind sich viele Leute, die da arbeiten. Die da arbeiten, sind aber sehr seltsam, sagen nichts über ihre Arbeit. Und es geht das Gerücht darum, dass dort nicht ganz legale Sachen gemacht werden. Und er ist nun der beste Tierpfleger aller Zeiten. Der wird nun dort also hin geordert, mitten am Abend und ja, mitten im Schneesturm auch. Und nun beginnen wir. Ich bin so aufgeregt. Und yes! Der vereinbarte Zeitpunkt war heute, 18.30 Uhr. Dienstbeflissen, wie Marek war, fand er sich eine Viertelstunde vor dem Termin ein und rechnete mit einer gewissen Wartezeit.
Er war überrascht, als er einen rauchenden Mann vor der Tür sah, der ihn mit einem herzlichen Lächeln empfing und den nicht gerauchten Rest der Kippe entlang in den Schnee schippte. Oh. »Sie sind früh hier«, sagte er. »Das gefällt mir.« Er streckte Marek die Hand entgegen und stellte sich vor. »Ernest, vergessen Sie den ganzen Kram mit Professor und Doktor. Wir werden zusammenarbeiten und keine vornehme Konversation betreiben.« »Marek«, erwiderte Danielewski, drückte die Hand und reichte seinem neuen Vorgesetzten das unterschriebene Formular, von dem letzte Woche die Rede war. »Danke«, sagte der Wissenschaftler. »Die mit ihrem Papierkram«, nörgelte er, »als ob wir uns nach Feierabend in die nächstbeste Kneipe begeben und über die geheimen Experimente von ICT plaudern würden.« Er stopfte das Papier einfach in die Außentasche seines weißen Kittels und hielt Danielewski die Tür auf. »Ja, reinspaziert, Marek«, er zwinkerte dem neuen Mitarbeiter zu und wartete, bis dieser den Komplex betreten hatte und unschlüssig im Flur wartete. »Hier entlang.« Der Mann ging voraus und verlor ein paar erklärende Worte, während sie den Korridor entlang in den hinteren Teil des Gebäudes gingen. »Ich werde Ihnen zunächst einmal eine Zusammenfassung über die Forschung geben, die hier betrieben werden.« »Wie lange arbeiten Sie hier schon im C-Komplex?«, wollte Marek wissen. »5 Jahre«, gab Hill zur Antwort und drehte sich mit einem geheimnisvollen Ausdruck in den Augen um. »5 lange Jahre«, sagte er betont. »Aber endlich wurde ich mit Erfolg belohnt.« Er hielt kurz inne und blieb stehen. »Deswegen habe ich jemanden angefordert«, flüsterte er und ging dann weiter auf eine Tür zu, die am Ende des Ganges ein wenig offen stand. Ich überspringe jetzt ein kleines bisschen, nicht, dass es langweilig ist, sondern weil wir alle gespannt sind, was jetzt gleich passieren wird. Oh, und weil wir kurz unterbrechen. Onkel Brody, vielen Dank. Ein zügiges Bett für Babybar und ein Buch für, wie sagst du? Was jetzt gerade? Der nächste. Der nächste war in diesem Fall... Ich muss kurz gucken. Jetzt hätte ich sie fast übersprungen, weil sie blau war. Maria, die Griechin. Wie alt muss man sein, um teilzunehmen? Mindestens 16. Ich hoffe, das bist du, Maria, denn dann hast du soeben ein Exemplar gewonnen. Ich wollte jetzt instinktiv erstmal Severin sagen, weil sie so schön rot war, aber es hat nicht gepasst. Du musst immer hier den Bildschirm lesen. Ach, jetzt verstehe ich, okay. Yeah. Ja, aber der ist verzögert. Okay. Da kommen die Chatnachrichten verzögert an. Der ist live. Und wenn ich sage, nein, die Musik diese aus. Chatnachricht kommt dort langsamer an. Weil die erstmal zu einem anderen Server muss und dann erst darüber gestreamt wird. Deswegen ist die hier ein paar Sekunden früher als die da drüben. Okay, aber das ist unser Live-Bildschirm hier. Ja, ja, aber der Chat ist hier live. Das ist alles sehr verwirrend für uns alle. Okay. Es ist auf jeden Fall Maria die Griechin. Ich hoffe, sie ist 16. Nimm mal deinen Stuhl. Ansonsten wäre es Severin gewesen. Gut, also gucken wir nach da, dann sieht man nämlich den Hintergrund, weil du nämlich Nachtzug verdeckst. Entschuldigung. So, also Maria, schreib kurz dein Alter. Und wenn nicht, dann ist es Severin. Ich schreibe kurz auf. Und dann Archie schreibt mit dir jetzt im Chat und ich lese weiter. Hallo, das ist nett, Mina. Okay. So, sie gehen jetzt ins Büro und nun beginnt es. Er machte eine hektische Handbewegung in Richtung der Papierstapel und rieb dann die Handflächen aneinander, als würde er sich bereits auf Mareks Reaktion freuen wie ein kleines Kind auf seine Weihnachtsüberraschung. Danielewski nickte und schürzte die Lippen. Sein neuer Arbeitsbereich kam ihm seltsam vor. Aber er entsann sich seiner eigentlichen Aufgabe, nämlich der Betreuung von Versuchstieren, und nahm die erste Akte an sich. Krokuta, Krokuta, Tüpfel- oder Fleckenhyäne, stand in der Mitte des ersten Blattes, das an ein zweites geheftet war und aussah, als wäre es vollkommen neu und einzig für Marek Danielewski angefertigt worden. Der Pole blätterte um und lehnte sich zurück, als er begann, den Text durchzulesen.
Krokuta, Krokuta ist eine Raubtierart und wir haben Musik. Achso, nein, wir haben keine Musik. Maria, vielen Dank, willkommen. Krass, der Wahnsinn. Ist eine Raubtierart und gehört zur Familie der Hyänen. Das gefleckte Fell kennzeichnet die weit verbreiteste Hyänenart. Charakteristisch ist die Vermännlichung des weiblichen Genitals. Diese Maskulination der Weibchen, der Kitzler ähnelt dem Penis des Männchens, erreicht teilweise fast 90% von dessen Länge und ist ebenso irrigierbar. Liegt die Vermutung nahe, dass es sich um äußerst aggressive Tiere handelt. Die Föten der Hyänen sind im Frühstadium Androgenen ausgesetzt, die diese Verschmelzung von weiblichen und männlichen Geschlechtsorganen verursachen. Die Weibchen haben keinen Scheidenvorhof und keine Vulva. Die Vagina verschmilzt mit der Harnröhre zu einem Harngeschlechtsgang. Dieses Merkmal ist normalerweise nur bei männlichen Säugetieren zu beobachten. Das Urinieren, die Begattung und die Geburt erfolgen durch diesen Genitalkanal. Die Schamlippen sind verwachsen und ähneln dem Skrotum der Männchen. Das Geschlechtsteil der weiblichen Hyäne wird daher auch als Pseudoskrotum bezeichnet. Die Geschlechter der Krokuta-Krokuta können lediglich an der Form der Spitze des Penis bzw. des Kitzers unterschieden werden. Männchen haben eine zugespitzte Eichel, was erleichternd für die Kopulation ist, während die Spitze des Kitzers vollkommen stumpf ist. In Versuchen wurde nun trächtigen Weibchen Antiandrogene verabreicht. Die neugeborenen Weibchen zeigten allerdings auch dann keinen säugetiertypischen Kitzler oder offener Vagina. Bei den neugeborenen Männchen glich sich der Penis sogar äußerlich der Klitoris an. Die Androgene beeinflussten allerdings das Verhalten der Tiere. Die neugeborenen Welpen waren aggressiver als sonst. Eine Kreuzung zwischen Hyäne und Mensch könnte unter Umständen aufgrund der geschlechtsspezifischen Besonderheit der Krokuta-Krokuta die Leiden von Transgendern mildern. ICD hat es sich mit dem Projekt Krokuta zur Aufgabe gemacht, sich die undurchsichtige Zweigeschlechtigkeit der Hyäne zunutze zu machen, um Menschen durch Genmanipulation zu helfen, ihre eindeutige sexuelle Identität zu finden und auszuleben. Marek Danielewski legte das Schriftstück zur Seite und sah sich nach Dr. Hill um, der aber anscheinend den Raum verlassen hatte und sich in einem anderen Teil des C-Komplexes aufhielt. Ein leises Grunzen drang an seine Ohren, das sich anhörte, als käme es aus einem der vier Räume, die von dem Korridor abzweigten. »Was haben die vor?« flüsterte Marek und schaute auf die nächste Mappe, auf der ein Geschlechterzeichen gemalt war, das er noch nie gesehen hatte. Darunter stand Projekt Krokuta. Leitung Professor Dr. Ernest Hill. Status geheim. Marek schaute sich noch einmal um, bevor er nach der Akte griff und sie öffnete. In einem schwarzen Ledereinband lagen etwa ein Dutzend Blätter, die ordentlich mit den Rändern aufeinander lagen. Als hätte sie ein pedantischer Beamter sortiert, weil er nichts anderes zu tun hatte. Danielewski holte tief Luft, als er die Überschrift der ersten Seite sah. Systematik. Darunter waren in feinsäuberlicher Handschrift die Daten der Hyänenart aufgeführt, über deren außergewöhnliche Geschlechtsmerkmale Marek bereits gelesen hatte. Ordnung, Raubtiere, Carnivora. Familie Hyänen. Überfamilie Katzenartige. Unterfamilie eigentliche Hyänen, Gattung Krokuta. Muss aufpassen, dass ich nicht in meine SCP-Stimme verfalle. Art, Tüpfel- oder Fleckenhyäne. Oh Mann, flüsterte Marek. Ich hoffe nur, dass sie diese Tiere unter Kontrolle haben, wenn sie an ihnen experimentieren. Er blätterte weiter und überflog ein paar hastig hingekritzelte Notizen, mit denen er nichts anfangen konnte. Zahlen, Ketten und wissenschaftliche DNA-Formeln wechselten sich mit Kreisen, Häkchen und Trennungsstrichen ab. Hyänen leben in sogenannten Clans, Gruppen, die sich aus 10 bis 80 Tieren zusammensetzen und umfassen Tiere aller Altersstufen. Neben selbsterlegter Beute fressen die Hyänen Aas und betreiben Kleptoparasitismus, das Stehlen der Nahrung von anderen fleischfressenden Tieren. Das Lokalisieren lebender Beute findet mittels Geruch, Gehör oder Gesichtssinn statt. Krokuta jagen einzeln, aber auch in Gruppen.
Darunter war eine weitere handschriftliche Notiz, die höchstwahrscheinlich von Dr. Hill stammte. November 2007. Es muss unbedingt darauf geachtet werden, dass die Krokodile immer satt sind. Aggressivität der Versuchstiere unbedingt verhindern. Einer Verschmelzung menschlicher und tierischer Gene steht meines Erachtens nichts mehr im Weg. Nach wie vor bin ich allerdings der Meinung, dass sich die Gene der Hyäne durchsetzen werden. Vor allem in Bezug auf die Aggressivität und Nahrungsbeschaffung. Eine Auflistung verschiedener Namen folgte, die Danielewski verwirrten. Zum einen waren komplette Namen und Vornamen genannt, zum anderen nur einfache Begriffe, die klangen, als wären sie für Hunde gedacht. Judith Kintze, Simone Weiß, Klaus Magerath, Herbert Lukowitsch, Marien Gündler, Sebastian Grohmann, Manfred Löwer, Karen Mantler, Siegfried Rosenwage. Die Liste setzte sich endlos fort. Es waren weit über 100 Namen, wie Marek Danielewski schätzte. Darunter kamen dann die Kurzformen, die sich teilweise wie Kosenamen für Haustiere anhörten. Lucifer, Bantra, Silbra, Haro, Snipe, Gentra, Mark, Felko, Mantra. Manche waren durchgestrichen, andere mit einem gelben Textmarker markiert oder mit einem Rotstift doppelt unterstrichen. Über einigen Namen standen Notizen wie bestens geeignet, triebtheoretisches Erhalten nur bedingt geeignet oder einfach nur zwecklos. Das erste, das Marek auffiel, waren die langen und kräftig ausgebildeten Schädel der Raubtiere. Der Blick des Jägers war scheu, streckte aber gleichzeitig voller Bosheit. Auf den meisten Bildern hielten die Tiere den Kopf gesenkt und zeigten dabei den nach oben gebogenen Nacken. Der relativ kurze Schwanz endete in einer buschigen Spitze. Das kurze, raue Fell war sandgelb mit feinen, rötlich-braunen Streifen. An den Flanken befanden sich zahlreiche schwarze und dunkelbraune Flecken. Auf einem der Fotos konnte Danielewski deutlich die spitzen Reißzähne sehen. In seinen Augen hatten Hyänen eine garstige, fast schon missgestaltet wirkende Erscheinung, die das Tier hinterhältig, aber auch bedrohlich aussehen ließ. Anhand der Umgebung, in der sich die fotografierten Tiere befanden, schloss Marek, dass die Schulterhöhe der Tiere ungefähr 80 cm trug. Der Pole fragte sich, wie ICT oder Dr. Hill es schaffen wollten, jene Tiere mit Menschen zu kreuzen. Allein die Proportion stimmt nicht überein. Wie sollte demnach so eine Chimäre aussehen? Oder müsste es aufgrund der Notizen annehmen, dass das Experiment womöglich schon gelungen war? Spontan bemerkte er wieder den eindringlichen Geruch, der ihm bereits kurz nach Betreten des C-Komplexes aufgefallen war. Er erinnerte an nasses Hundefell oder die Ausdünstung von Zoo- und Zirkustieren. Sie haben es bereits getan, dachte Marek. Hill hat davon gesprochen, dass er sich bereits seit 5 Jahren mit diesem Projekt befasst. Und dieser Geruch. Vielleicht ist es nicht nur der eines Tieres, sondern auch der Schweiß eines Menschen, den ich rieche. Vielleicht hat ICT es tatsächlich geschafft, tierische und menschliche Gene zu kombinieren und dadurch ein Monster erschaffen. Er warf einen Blick auf die Mappe in seinen Händen. Ich habe mich gerade über ein Raubtier informiert, das ein Problem mit seinem Geschlechtsteil hat. Ein paar Seiten vorher geht es um Transgender, jene Menschen, die sich in ihrer von der Natur zugewiesenen Rolle als Mann oder Frau nicht wohlfühlen. Und ICT will diesen Menschen durch das Projekt Krokuta anscheinend helfen. Ein leises Geräusch ließ Marek Danielewski zusammenzucken. Alles klar? Ertönte die Stimme des Wissenschaftlers aus dem Korridor. Wie weit sind Sie? Ich glaube, bei mir lag das ein bisschen. Schatzi? Was ist? Ich habe ja den Chat auch offen und bei mir hängt das alles. Vielleicht, weil wir jetzt gerade zu dritt streamen. Du streamst, du konsumierst den Stream und ich konsumiere den Stream. Ich mach mal bei mir zu, dann kann ich aber nicht mehr mitchatten. Du musst einfach nur deinen Stream auf Pause drücken. Ach, stimmt ja. Ja.
Also vielleicht lag es gerade an uns. Wir hatten letzte... Das sagen aber viele, dass sie dich problemlos hören. Wir hatten letzte Woche Sonntag ein Internetproblem, aber Archie hat es gefixt. Ich hatte jetzt zwei, drei Mal kurz einen einsekündigen Stocker, aber ansonsten gar nichts. Also ich habe hier immer zu Stocker im Bild. Okay. Also viele sagen, dass bei ihnen okay ist. Bei mir läuft es flüssig statt Kitsuna, Severin sagt es. Also wenn es bei einigen flüssig läuft, dann muss es generell möglich sein, dass es flüssig läuft. Dann hat der Rest von Deutschland einfach scheiß Internet. Ja, nee, wenn es bei einigen flüssig läuft, dann ist bei allen vielleicht einfach der Buffer zu kurz. Wir haben ja immer diese Verzögerung, weil er immer ein bisschen was buffert. Vielleicht hat er bei einigen weniger gebuffert und das muss hier jetzt angleichen. Okay, also es funktioniert nicht. Severin sagt, ich höre dich ohne Probleme. In Deutschland gibt es schon Internet. Nur in Bayern nicht. Oh. Wir gucken mal. Jetzt, wo Archie ausgemacht hat. Vielleicht geht es ja jetzt. Dann kann ich mal einen ganz kurzen Schluck trinken. Darf ich mal ganz kurz bei dir etwas tun? Oh, oh. Mensch, ist der Stream bei dir aber hochauflösend. Das tut's auch, oder? Ja. Oder ist es schlimm? Nein, es ist okay. Also, gut. Ich lese noch ein kleines Stück, dann kannst du endlich freischalten. Luft holen. Der Pole wollte sich erheben, fühlte aber, wie ihn eine Hand sanft, aber bestimmt in den Stuhl zurückdrückte. Was sagen Sie dazu? Marek drehte sich zu Dr. Hill um und legte die Mappe mit den Fotos zurück auf den Tisch. Es ist irgendwie, wie soll ich sagen, befremdlich? Ach, das dachte ich mir, erwiderte der Mann und lehnte sich an der Wand ab. Haben Sie Lust, mit nach draußen zu gehen? Er deutete auf seine Brusttasche und zog ein Päckchen Zigaretten hervor. Ach, die Sucht, sagte er entschuldigend und zuckte mit den Achseln, als könne er nichts mehr an seiner Nikotinabhängigkeit ändern. Übrigens, ihr könnt jederzeit aufhören mit Rauchen. Egal, wie lange ihr schon raucht. Ich wollte so sagen, ich hab's auch geschafft, wenn ich's schaffe. Ich bin ein sehr schwacher Mensch. Schafft ihr alle das? Bist du nicht. Ja, doch. Es ist kalt draußen. Ihnen wird gleich warm werden, wenn ich Ihnen die Krokuta zeige, lachte Dr. Hill und schlug seinem neuen Mitarbeiter auf die Schultern, als würden sie sich nicht erst seit wenigen Minuten, sondern bereits seit vielen Jahren kennen. Das Experiment ist also gelungen, fragte Marek verwundert und erhob sich, um dem Mann durch den Korridor nach draußen zu folgen. Ah, könnte es durchaus als Erfolg werden, gab Ernest Hill zur Antwort und richtete den Kragen seines Kittels auf. Es verlief nicht alles genau nach Plan, aber als Wissenschaftler ist man gegen solch kleine Missgeschicke gefeit. Die Zeit wird zeigen, inwieweit wir es in der Hand haben, die Natur zu überlisten. Danielewski nickte, obwohl er bei den Worten seines Vorgesetzten eine Gänsehaut bekam. Es sah fast so aus, als hätte der Wissenschaftler es tatsächlich zustande gebracht, die von ICT angestrebten Mischwesen zu erschaffen. Noch immer war ihm der Gedanke an ein solches Frankenstein-Experiment zuwider, zumal er gerade über die enorme Aggressivität von Hyänen gelesen hatte. Was meinen Sie mit Missgeschicken? Ernest drehte sich mit einem Lächeln um. Oh, eben unbedeutende Kleinigkeiten, die nicht in das Bild der Forschung passen. Wie etwa... Er überlegte kurz, während er weiter in Richtung Ausgang ging. Anscheinend forderte sein Körper einen Nikotinnachschub, sodass der Wissenschaftler unbewusst keine Pause machen wollte. Meine Krokuta haben zum Beispiel noch eindeutige Geschlechtermerkmale. Sie sind Männer und Frauen, obwohl ich damit gerechnet habe, dass Letztere maskulinisieren. Er ist verrückt. Als die Tier ein Verbrechen begann, indem er Mensch und Tier zu einer Chimäre vereinte. Es ist ihnen also tatsächlich gelungen, Hyänenmenschen zu erschaffen?
Mareks Stimme hatte einen ängstlichen Unterton, als fürchte er sich vor der Antwort auf seine Frage. Ich nenne sie Krokuta, flüsterte Dr. Hill und verdrehte die Augen nach oben, als hätte er Danielewski soeben ein streng gehütetes Geheimnis verraten. ICT nennt meine Kinder Hyensch. Wie einfallslos, murmelte er. Sie haben es wie die Forscher gemacht, die eine Vitro-Kreuzung aus Schaf und Ziege erschufen. Einfach die Namen beider Gattung vermischt und schon ist die Namensgebung erfolgt. Er schüttelte den Kopf und blickte zu Marek, der ihn ansah, als würde er ihm kein Wort glauben. Was ist, Marek? Haben Sie noch nie von einer Schiege gehört? Er lachte laut. Sie nehmen mich auf den Arm, mein Lieber, oder? Danielewski verneinte. Schiege, das ist nicht Ihr Ernst. Oh, es ist mein Ernst. Sie sollten sich einmal im Internet schlau machen. Schiege ist nur eine von erstaunlichen Kreuzungen zwischen zwei Tierarten. Ich dachte, Sie wüssten über alle Forschung von ICT Bescheid, sagte er. Ponsel, Wolfin, Liga, Leopold, Puvo und wie sie alle heißen. Die armen Bastarde wurden nach den jeweils ersten Buchstaben ihrer Elternrassen benannt. Und daher beschlossen die Leute von ICT, meine Kinder Hyensch zu nennen. Ich mag diesen Begriff nicht und nenne sie deswegen nach wie vor Krokuta. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Ihnen glauben soll, entgegnete Danielewski und dachte über die exotischen Wortschöpfungen nach. Sie müssen mir nicht glauben, aber spätestens nach einer Internetrecherche, von der ich sicher bin, dass Sie eine solche nach Feierabend betreiben, wird Ihnen das Experiment unseres C-Komplexes bei weitem nicht mehr so unwahrscheinlich erscheinen, wie Sie bisher dachten. Vielleicht Wal und Delfin, Archi? Wolfin? Ja, es ist so eine Walart, glaube ich. Wolfin mit P-H-I-N. Wohl. Okay. Google doch einfach. So wie Marek es jetzt tun soll. Ich weiß nur vom Liege. Er hielt Marek die Tür auf und trat in die kalte Abendluft. Es hatte zu schneien begonnen und der sichtbare Atem beider Männer deutete darauf hin, dass es bedeutend kälter war als zu dem Zeitpunkt, als sie das Gebäude vorhin betreten hatten. Sie können sich nicht vorstellen, wie es war, die Entstehung dieser neuen wunderbaren Geschöpfe zu verfolgen, schwärmte Dr. Hill von seiner Forschungsarbeit, während er sich die lang ersehnte Zigarette anzündete. Es vermittelt einem manchmal das Gefühl, ein Gott zu sein. Er stieß einen leisen Seufzer aus und sah Danielewski an, als rechnete er jeden Augenblick mit einer besonderen Frage die Hybriden betreffend. Marek tat dem Forscher den Gefallen. Warum sollten Sie mich anlügen? Also gehe ich davon aus, dass Sie mir die Wahrheit sagen, begann er vorsichtig und sah in das stärker werdende Schneetreiben. Ich habe gelesen, dass ICT mit diesen Genexperimenten Transgendern helfen will. So ist es, nickte Dr. Hill. Obwohl der Großteil der Menschheit davon ausgeht, dass es sich nur um eine Minderheit handelt, die mit ihrem Geschlecht nicht zufrieden oder einverstanden ist, gehen Experten davon aus, dass die Dunkelziffer der Personen, die von dieser Abweichung einer sozial zugewiesenen Geschlechterrolle betroffen sind, sehr hoch ist. ICT würde ein Vermögen daran verdienen, solche sexuellen Identitätskrisen behandelbar zu machen. Das Projekt Krokuta bedient sich der Hybridforschung, um Wege zu finden, diesen Menschen zu helfen. Sobald bekannt würde, dass Transgenderismus heilbar wäre, würde ICT sich eine goldene Nase verdienen. Marek räusperte sich. Sie kreuzen ein Raubtier mit einem Menschen, um eine Geschlechteridentitätsstörung aus der Welt zu schaffen? Der Pole schüttelte unglaublich den Kopf. Geht es um die Heilung von Homosexualität?
Dr. Hill hustete und schnappte die nur zur Hälfte gerauchte Zigarette erneut in den Schneesturm. »Mir ist kalt«, sagte er, ohne auf die Frage Danilewskis einzugehen. »Es ist besser, wenn wir wieder hineingehen und ich Ihnen die Krokota zeige. Oder soll ich sie Hyensch nennen?« lachte er und öffnete die Tür zum C-Komplex. Bevor irgendjemand schreibt, es geht nicht um die Heilung von Homosexualität, keine Sorge, es sind keine Nazi-Gedanken oder irgendwas, sondern das ist einfach eine Idee des Buches gewesen, die auch ich sehr seltsam finde, aber das ist eben die Grundlage für die Kreuzung zwischen Hyänen und Mensch in diesem Buch. Aber das ist nicht das dominierende Thema, es ist nur die Einleitung. Ich habe, ich musste nur ganz schnell das sagen, bevor sich gleich jemand angegriffen fühlt. Als ich diese Stelle nämlich das erste Mal gelesen habe, dachte ich auch, oh. Aber es geht nicht in die Richtung, wie einige jetzt denken, also keine Sorge. Es geht tatsächlich darum, das wird nicht viel weiter thematisiert, sondern es geht tatsächlich nur darum, dass diese Kreuzung gleich ausbrechen wird. So, Luft holen. Archie, kommst du wieder rüber? Eine Sekunde. Okay. Das Buch ist echt spannend. Das freut mich. Das klingt gut, Kathi. Ja, danke, Mina. Also, wie gesagt, es wird gleich spannend. Und war jetzt ein bisschen wissenschaftlich und vielleicht war das für einige nicht ganz interessant. Aber ich wollte das mit vorlesen unbedingt, damit ihr so ein bisschen versteht, wie das am Anfang aufgebaut ist. Diese ganzen wissenschaftlichen Sachen sind dann nachher nicht mehr da, sondern nachher ist wirklich nur Action-Bambole. Ich glaube, vor allem die SCP-Fans unter uns sind auch gar nicht mal so traurig darum, wenn da so wissenschaftliche Aspekte dabei sind. Ja, okay. Und ich persönlich bin da auch ein sehr großer Fan davon. Ich liebe es, wenn... ich liebe dieses Schema Wissenschaftler-Experimente in Büchern, vor allem Horrorbüchern, in Kombination mit diesen Monstern. Sowas mag ich. Ich liebe solche Settings. Ja, hast du jetzt auf Bandcamp freigeschaltet? Da habe ich glatt im Eifer des Gefechts das Wichtigste vergessen. Entschuldigung, ich habe fleißig, wie ich bin, gleich alles für die erspendeten Exemplare bereit gemacht und die Adressen dokumentiert. Ladies and Gentlemen, Bandcamp ist nun freigegeben. Und jeder Vorbesteller erhält nun eine E-Mail und jeder, der nicht vorbestellt hat, kann ab jetzt das Hörbuch herunterladen und könnte sagen, ich höre den Stream nicht weiter an, sondern ich höre mir sofort das Hörbuch an. Aber das wäre natürlich sehr schade. Denn vielleicht könnte derjenige ja, wenn nochmal eine Spende kommt, eine CD sogar gewinnen. Deswegen sollte man im Stream bleiben. Okay, ich hoffe, ihr habt das jetzt gehört. Ab jetzt könnt ihr auf Bandcamp das richtig auch runterladen, dann habt ihr es direkt jetzt auch sofort da. Danke, Archi, fürs Freischalten. Ich guck mal kurz, ob alles geklappt hat. Ja. Ja. Ist verfügbar und herunterladbar. So. Nun aber wieder ruhig und professionell. Mensch, das ist alles so anstrengend und aufregend heute. Der zweite Handlungsstrang, um dem es geht, ist, wie ich vorhin gesagt habe, das sind normale Menschen, die in diesem Zug mitfahren, der dann dummerweise in diesem Wald stecken bleibt, durch den Schneesturm. Und da haben wir zwei Protagonisten, einmal Julia Kempf, das Georg, vielen Dank. Vielen, vielen lieben Dank, das Georg. Dankeschön. Ich finde die Herzchen süß. Ja, die sind niedlich. Da haben wir Julia Kempf, ganz hübsche Frau. Und wir haben einen, Autor, der eigentlich gar nicht so viel Erfolg jetzt hatte und er sich auch sehr kritisch sieht, Thomas Kastner. Und der hatte einen richtig beschissenen Tag. Sein Verleger hat sein neuestes Buch abgelehnt, hat ihn als den schlechtesten Quatsch, der jemals geschrieben wurde oder den er je gelesen hat, bezeichnet. Und nun treffen die aufeinander und sie beginnt nun seine Bücher zu lesen oder sein Buch zu lesen, das er noch dabei hatte. Er hat zufällig ein paar Exemplare seiner anderen Bücher dabei und sie reden auch sehr viel über das Schreiben. Also gerade für Leute, die vielleicht sich auch dafür interessieren, worum es beim guten Schreiben geht, ist es vielleicht ganz interessant, denn ich glaube, dass Wolfgang Brunner sich eigentlich selbst dort eingearbeitet hat.
Das finde ich aber sogar gut. Also, die authentischsten Charaktere sind die, die in Realität existieren. Also, echte Einflüsse einfließen zu lassen, ist, glaube ich, auch nicht allzu verkehrt. Vor allem, ja, wenn man schon den Charakter eines Schriftstellers hat, also den fiktiven Charakter in der Geschichte, dann kommt es, glaube ich, auch nur zugute, wenn man so ein bisschen die eigene Erfahrung und so die eigenen, ja doch einfach nur die eigenen Erfahrungen mit einfließen lässt. Und das macht es, denke ich, nur authentischer und lässt den Charakter nur echter erscheinen. Also er unterhält sich halt auch mit Buchhändlern und so über seine Bücher. Und einmal gibt es eine Inhaltsangabe zu einem Buch. Und die Inhaltsangabe war total interessant. Und ich dachte mir, Mensch, wenn es das als Buch gäbe, das wäre total gut. Hat er aber nicht als Buch selber geschrieben. Schade eigentlich. Könnte man als nächstes Winter Tales Thema nehmen? Ja, wir gucken mal. Ja, Horrorcocktail hat es gerade geschrieben, weil ich die Diskussion ein bisschen mitverfolge hier gerade. Horrorcocktail sagt, selbst wenn eine Figur im Buch dafür wäre, heißt ja nicht, dass der Autor das gut heißt. Es ist bewusst gerade auch an der Stelle ein Cliffhanger mit so einer Frage gestellt worden. Also das Kapitel endet auch und der Autor hat hier bewusst so provokativ ein bisschen das so auch gedreht, dass es erstmal so aussieht und auch der Leser geschockt ist. Also, was ICT dort tut, ist ethisch, moralisch, sexuell und alles andere nicht richtig. Und die Absichten, das ist jetzt meine persönliche Meinung, eben. Die Absichten, MIT, willkommen MIT, im Kreis herzlich willkommen. Der Wahnsinnigen. Tja. Jetzt ist es wieder stabil. Waren es die Hyänen, die nicht wollten, dass wir deren dunkles Geheimnis ausplaudern? Jetzt streamen wir wieder mit nahezu 3 Mbit pro Sekunde im Upload, was der volle Stream ist. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe tatsächlich auch nur einen Restart durchführen müssen. Das war einfach Thank you for traveling this Deutsche Bahn. Lass das! Du weißt, ich hasse das! Du brauchst dich auch nicht so anschreien. Doch, denn du weißt ganz genau, dass ich das hasse. Okay, Entschuldigung. So. Ich hasse es. So, wir sind wieder da. Also jetzt, der Zug ist stecken geblieben. Es war Schneesturm, wir hatten keinen Empfang mehr. Wir müssen noch herausfinden, woran es liegt, was das ist, denn wir hatten das jetzt schon mal. Okay. Ich habe 2 Thesen und ich werde Optionen in Erwägung ziehen und in die Tat umsetzen. Aber beispielsweise möchte ich kurz erwähnen, am Mittwoch, der Stream hat problemlos funktioniert, die ganze Zeit über. Ja, aber guck mal, es ist Sonntag und Freitag bei den Streams. Da, wenn alle zu Hause sind. Eben, ich vermute fast, der Hausanschluss ist überlastet. Der Hausanschluss. Denn ihr kennt den Wasseranschluss im Haus und den Internetanschluss in der Hahn. Den macht man aber auf und dann kommt das Internet raus. Aber wenn zu viele Leute das machen, dann stockt das. Und dann kommt auch nur noch kaltes Internet nach einer Weile. Und das mag auch keiner. Und das stockt. So. Also ich muss das mal überwachen. Ich habe ein paar Ideen im Kopf, woran es liegen kann, aber ich muss Lösungen suchen. Ich kann es nicht versprechen. Ich werde Lösungen finden. Okay. So. Denn... Es tut mir wirklich leid wegen dieser Unterbrechung, aber es ist immer noch eine neue Wohnung. Und erinnert euch, es hat am Anfang problemlos in der neuen Wohnung geklappt, alles. Nur jetzt plötzlich fängt es an zu stocken und ich weiß nicht weswegen. Tatjana Susanne schreibt, Archie, Hyänen. Ach so. So, na gut, also, ja, aber schön, dass noch Menschen da sind, auch wenn irgendwie der Zähler gerade auf Null ist, aber ich glaube, es sind Menschen da. Ach, der Zähler hinkt immer ein bisschen hinterher, der braucht nur ein paar Minuten. Das ist mir, das ist mir beim Anfang des Streams schon mal aufgefallen, dass er sehr weit hinterherhinkt. Okay. Ja, ich werde auch gleich noch ein kleines Stück weiterlesen. Jetzt erstmal euer Feedback, abgesehen von der Thematik, die ich jetzt kurz so angeschnitten habe. Was ist bisher euer Gefühl? Sagt ihr, das könnte richtig gut werden? Oder sagt ihr, das könnte genial werden? Freak dich. Was haltet ihr von den bisherigen Einblicken von den Trailern, die ihr schon gehört habt? Was für einen Eindruck habt ihr von Nachtzug? Was haltet ihr auch vom Schreibstil? Dass Georg sagt, er ist gespannt, wie es weitergeht. Zombie-Loverin freut sich sehr darauf. Maria findet hier jeden knuffig. Extrem spannend, sagt Blutfahrer. Das freut mich. Übrigens, Maria, deine E-Mail ist angekommen, um deine Frage von mir zu beantworten.
No Name Hope ist richtig gehypt, sagt er. Princess Unicorn ist interessiert, Pikas findet's gut, Erzengel sagt gruselig, abartig, aber geil, hochinteressant, Creepy Marie findet's auch cool. Kizuna. Erstmal vielen Dank. Es steigert sich noch. Und? No Name Hope. Er ist richtig gehypt und bekommt jetzt für seinen richtigen Hype ein richtiges CD-Geschenk. Wenn er 16 ist. Ansonsten ist es Onkel Brody. No Name. Wo steht er? In Rot. Ah. Sie ist 19. Entschuldigung, No Name Hope klang so ein bisschen männlich, maskulin. Aber herzlichen Glückwunsch, No Name Hope. Schick mir via kontakt@kantiwinter.de oder auf Discord deine Adresse und die CD ist dein. Und dein Hype hoffentlich ein bisschen befriedigt. Kitsuna, erstmal vielen Dank dafür und freut vielen mich, Dank. Dass du wieder das Glücksrad gedreht hast. Herzlichen Glückwunsch, No Name Hope. Vielen, 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 vielen Dank, Kitsuna, und herzlichen Glückwunsch, No Name Hope. Auch von mir. Ja. Wir haben abends, ich habe das eine ganze Weile her aufgenommen, das Hörbuch. Und dann habe ich das mal gleich geschnitten, habe es den Testhörern gegeben, die es quasi am gleichen Tag immer noch die Kapitel gehört haben und mir gleich Feedback gegeben haben. Und am Abend habe ich mit Archie und Kapi zusammen Ark gespielt. Und das war eine sehr lustige... Ein Hund läuft gegen Türen. Ich werde mich kurz darum kümmern. Das ist gruselig. Ja, und ich weiß nicht, warum sie es die ganze Zeit tut. Die ganze Zeit? Hat sie es schon öfter jetzt gemacht? Ich warte schon seit 5 Minuten. Ist langweilig draußen, ja. Das wird seine Schwester. Gruselig. Lass einfach die Tür offen, vielleicht will sie rein. Vielleicht ist irgendwas in der Wohnung, wovor sie Angst hat und sie rennt zu uns. Die Wohnung mal kurz inspizieren? Geh mal gucken. Wenn da ein Mörder ist, dann sag einfach Bescheid oder so. Okay. Dann bring ihn aber nicht nach hier hinten. Ja, auf jeden Fall haben wir abends immer so, das habe ich denen das erzählt, was so gerade passiert ist. Und manchmal ist es so, es sind teilweise sehr lange Kapitel. Und dann bin ich an dem Tag nicht, habe ich nicht sehr viele Kapitel gelesen, sondern halt so 2 Kapitel oder so, habe ich dann geschnitten. Es war die Zeit, wo ich halt wirklich gerade so frisch schwanger war und mir war einfach den ganzen Tag schlecht. Ich war den ganzen Tag müde, ich habe den ganzen Tag keine Luft gekriegt. Ich dachte, ich sterbe und habe dann in der sehr heißen Kabine immer aufgenommen und dann geschnitten und ich saß manchmal so da, obwohl es so spannend war und ich dachte, oh, ich will weiterlesen, dass ich dachte, ich schlafe jetzt gleich ein. Und dann saßen Archie und Kapi jeden Abend so da, bitte erzähl uns weiter, was passiert ist. Und dann haben sie, was, wieso hast du nur 2 Kapitel geschnitten? Ja, ich war enttäuscht. Wollten die beiden, dass ich aufhöre zu spielen, sondern das Buch nehme und den einfach weiter vorlese. Ein netter junger Mann, ein Landstreicher. Er hat gefragt, ob er auf unserer Couch schlafen kann. Ich habe ihm gesagt, er liegt schon so bequem, er kann ruhig liegen bleiben. Schick dir erstmal duschen. Hat er doch schon. Ach so. Du hörst echt gar nichts durch deine Kopfhörer, ja? Okay. Also, jeden aus deiner Umgebung wollen dich kennenlernen. Was? Mich? Ja. Das liegt bestimmt am Anzug. Ja. Gut, ja. Das war auf jeden Fall, also spannungstechnisch ist es wirklich, jedes Mal nach jedem Kapitel denkt man sich, oh, jetzt muss ich weiterlesen, ich will wissen, wie es weitergeht. Und es lohnt sich wirklich, es sind sehr viele Wendungen. Und ja, teilweise ist es auch ganz lustig. Ich finde die Szenen mit Herrn Kastner vor allem immer sehr witzig. Ja. Also es kommen teilweise wirklich witzige Gespräche zustande auch. Interessante, aber manchmal auch witzig. Vielleicht lasse ich die Tür doch offen, damit die kleinen Hundekinder und der Landstreicher frei sich bewegen können in der Wohnung. Was ist da los? Das ist, weil wir sonst nie was mit uns zu tun haben. Das Abendessen war nicht genug und scheinbar der Fetzen Schinken auch nicht. Na Mäusebär? Wenn du dich wieder auf die Kabel legst, gibt es Ärger. Okay. Es stockt schon wieder. Ich hoffe, es stockt nicht wegen mir. Nein, nicht wegen uns. Du siehst deine KBPS unten rechts. Auf dem linken Bildschirm unten rechts. Ja, ja, ich spiele hier nur. Oh, das wollte ich nicht. Okay, so. Gut. Also, dann...
Hier ist wieder ein bisschen so. Die abendlichen Lesungen waren echt der Hammer. Ja, freut mich, dass es dir gefallen hat. Hund. und ich hoffe, euch wird es auch gefallen und ich bin sehr auf das Feedback gespannt. Ich lese jetzt noch ein kleines bisschen. Ich muss nur gucken. Ab welcher Stelle ich lesen will. Ich will am liebsten euch alles vorlesen, alles zeigen, aber ich glaube, 12 Stunden schaffe ich heute nicht mehr. Du hast den Leuten schon alles vorgelesen. Es liegt unter anderem da drüben auf den CDs und auch im Internet. Okay, dann fange ich jetzt an, wenn ihr wollt. Vielleicht wollt ihr auch nicht. Vielleicht sagt ihr, ach, lass uns einfach Freunde bleiben. Ich glaube, der Zug-Hype ist doch ziemlich ausgebrochen. Wenn ich so an den Discord-Chat heute auch denke, wer noch nicht auf Discord ist, kommt dazu. Wir haben wundervolle Stimmung und Gespräche dort. Sehr interessant auch immer. Dann waren die Leute doch schon ziemlich in Zugstimmung. Das stimmt. Und meiner Mama gestern schon ein Hörbuch geschenkt, sie hat sich sehr gefreut. Und jetzt 11 Leute bekommen übrigens. 11 schon? Ja. Ich habe mir erst 5 notiert. Gott, wen habe ich alles vergessen? Die hier. Ach, die. Oh Mensch, die habe ich wirklich alle vergessen. Die schicken wir morgen dann gleich los. Ja. Ganz cool mit Kati Winterbriefmarke. Ja, wir haben jetzt gerade die Winterbriefmarken. Übrigens, die aus dem Ausland, ihr bekommt vermutlich sehr viele Briefmarken draufgeklebt, weil ich für das Ausland noch nicht die richtigen Briefmarken habe drucken lassen. Also nicht wundern, wenn da so viele Briefmarken auf einmal drauf sind. Wie viele sind da drauf? 12? Es gibt, also eigentlich bräuchte ich die Auslandsbriefmarke mal 4. Ich habe allerdings nur die Inlandsbriefmarke und die muss ich mal 6 machen. Okay. Also haben die 6 Briefmarken drauf. Mit Kati Winter. Ja. Alle mit Kati Winterkrone. Geil. Jetzt mal alle, ja, Österreicher, Schweizer, jetzt mal alle schnell auf Etsy gehen und das bestellen. Psst, wir zahlen damit 20 Cent mehr, als wir eigentlich müssten. Ach so, okay. Ist ja, okay. Deswegen. ja, Ausland heißt alles außerhalb Deutschlands. Übrigens, es kann sein, dass Muni, weil sie gerade im Chat ist, dass bei dir zu wenig Briefmarken drauf sind. Ich bin mir nicht sicher. Solltest du was nachzahlen müssen, tut's mir leid. Wir machen es sehr gut. Hier hat gerade jemand gefragt, wie lange Koma geht. Koma geht 4 Stunden, glaube ich, oder? Müsste eigentlich bei Etsy auch mit draufstehen. Knapp 4 Stunden. Kannst du auf Bandcamp auch gucken. Warte. Ich weiß auch nicht mehr. Koma. Es sind... Stehst du unten? 2,3. Nur 2,3? War das nicht mehr? War das nicht mehr? Wenn es so 2 Stunden sind? 2,5 Stunden. Ja. Okay, bei Etsy steht keine Spieldauer. Kannst du gleich mal hier nochmal... Hab ich die nicht... Doch. In der Beschreibung steht, wie viele Stunden es sind. Da steht fast 12 Stunden. Guck auf Etsy... Lies vor, ich bin mir sicher, ich habe es hineingeschrieben. Ich, achso, ich soll vorlesen. Ja, du nicht. Im Chat wird es schwierig. Sie kann es sich gerne selbst leise vorlesen, aber davon haben wir nichts. Koma. Achso, reden wir von Koma? Ja, wir reden achso, von Koma. Achso, die Spielzeit von Koma weiß ich nicht. Ich 2,5 Stunden voller Spannung, Grauen und Schockieren erwarten dich. Mensch, ich habe da oben im Karussell noch gar nicht eingestellt, dass direkt ganz vorne Nachtzug angezeigt wird. 2,5 Stunden, schreib das mal Zahl. Ich schreibe 2,5. Okay. Ich werde es ordentlich nachreichen. Tut mir leid. Gut, dann werde ich jetzt endlich weiterlesen, oder? Ja, bitte. Dass wir... Kannst du nicht warten? Ja. Darf ich deine Liste kurz entführen? Hier und da, ja? Ja. Okay, aber wenn noch jemand dazukommen sollte... Willst du mir den Namen sagen oder ich werde ihn selbst erfahren? Okay. Und werde ihn notieren. Ich werde im Chat aktiv sein. Wer Fragen hat oder irgendetwas möchte, kann mich via Twitch oder Discord kontaktieren. Also, ich habe jetzt bewusst das nächste Kapitel übersprungen. Da geht es dann um Thomas Kastner, der also nun seine Odyssee fortsetzt. Der hatte ein... Der hatte einen schlechten Tag mit seinem
Verleger hatte dann einen sehr schlechten Tag in Berlin, einen sehr schlechten Tag mit dem Wetter, mit dem Taxifahrer und so weiter und ist nun, nicht so gut gelaunt. Das überspringen wir, denn wir gehen nochmal zurück zu Dr. Hill und Marek, denn genau wo das Gespräch eben endete, geht es nun weiter. Und so gucken, dass der Hund sich nicht unter den Tisch legt, denn dann zieht sie, Nishibi, die Kabel raus. Geh mal weg. Geh mal zu deinem Papi rüber, der hat Kekse. Was hab ich? Ja. Das wäre schön. Okay. Wie kommen Sie darauf, dass wir Homosexualität heilen wollen? Fragte Dr. Hill und schüttelte dabei den Kopf. Es geht um etwas ganz anderes. Homosexualität ist doch nichts Schlimmes für die Betroffenen. Sie fühlen sich wohl in ihrem Körper und lieben einfach nur das eigene Geschlecht. Wilde Katze. Sie ist jetzt schnell, 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 schnell. Wenn das Gift endet, sagst du schnell. Gott, ich tu mir hier weh. Ein langes Gift. Gott sei Dank. Es war Onkel Brody diesmal. Diesmal wirklich Onkel Brody. Herzlichen Glückwunsch. Du hast es dir aber auch verdient. Schreib das gleich mit auf die Liste. Ich annotiere mir Dinge. Herzlichen Glückwunsch und danke, Katze. Ein bisschen Psychogeiger, dann geht's los. Sie fühlen sich wohl in ihrem Körper und lieben einfach nur das eigene Geschlecht. So etwas bedarf keiner Heilung. Marek folgte dem Wissenschaftler zurück in den C-Komplex, wo ihm sofort wieder der Geruch nach nassem Fell in die Nase stieg. Dann geht es also um Transgender? Verbesserte sich der Pole. Das sind Menschen, die mit dem falschen Geschlecht geboren sind? Fragte er vorsichtshalber noch einmal nach. Na, so in etwa, gab Ernest Hill zur Antwort. Durch die geschlechtsspezifischen Merkmale einer Hyäne kann unter Umständen ein Mittel gefunden werden, um diesen Menschen zu helfen. Eine Vereinigung von Mensch und Tier könnte uns viele aufschlussreiche Informationen liefern, wie wir den Transgendern eine Möglichkeit geben könnten, ihr Leben glücklich und zufrieden zu verbringen. Wie soll eine derartige Hilfe denn aussehen? Dr. Hill schüttelte den Kopf, als würde ihn die Frage seines neuen Mitarbeiters enorm stören. Es schien, als wolle er sich mehr auf die Wesen konzentrieren, die er im Auftrag von ICT erschaffen hatte. Ich werde Ihnen ein Hyensch zeigen, flüsterte der Mann und wedelte mit den Händen in der Luft, als könne er seine Vorfreude nicht verbergen. Sie werden Ihren Augen nicht trauen, wenn Sie sie sehen. Er wirkte völlig in Gedanken versunken und beachtete Danielewski nicht, während sie den Korridor entlang gingen. Seine Bewegungen erinnerten Marek an einen Menschen, der unter Drogen stand und nicht mehr wusste, wo er sich befand. Mit seltsam abgehackten, aber dennoch kontrollierten Bewegungen steuerte Professor Dr. Ernest Hill zielstrebig auf eine Tür zu, die Marek vor nicht aufgefallen war. Er erkannte das Zeichen für Transgender und darunter stand in verschnörkelten Buchstaben Clan 2, Krokuta, Nummer 21 bis 40. Wir sind da, murmelte der Wissenschaftler und fuhr sich nervös über das Kinn, als er sich zu Marek umdrehte, um ihm einige Informationen zu geben, bevor sie den Raum betraten. Bleiben Sie immer dicht bei mir, haben Sie verstanden? Die Krokuta sind nicht aggressiv, aber sie kennen sie nicht und werden erstaunt sein, ein neues Gesicht zu sehen. Sie brauchen auf keinen Fall Angst vor ihnen zu haben. Sie würden ihnen niemals etwas tun, okay? Ihr kennt das, wenn in Filmen sowas gesagt wird. Bei Green Mousey stockt es. Ich hoffe, es stockt bei euch nicht. Aber... Bei mir lief es sehr flüssig. Kannst du nicht nochmal rausgehen? Du verbrauchst das ganze Internet. Ich hab schon passiert. Aber wenn ich jetzt wieder starte, läuft es sehr flüssig. Sieht alles gut aus. Könnt ihr mich hören und sehen? Okay. Der Chat aktualisiert schnell, also es läuft alles flüssig in hoher Qualität. Keinerlei Problem.
Wenn ihr mich nicht mehr seht oder hört, dann macht sofort Panik. Bitte. Achte bei dir auf dem linken Bildschirm auf die KBPS-Anzeige. Welche Zahl? Zuverlässig. Die rechts unten, wo es ja, aber welche Zahl soll denn da stehen? Schieb mal, geh mal weg. Alles, was über 1000 ist, ist gut. Okay, gut, danke. Oder also, solange es nicht rot wird, ist alles gut. Okay. Marek Danielewski nickte. In seinen Augen hätte Dr. Hill sehen müssen, dass der Pole trotz seiner beschwichtigenden Worte Angst hatte. Aber der Professor war vollkommen vor der bevorstehenden Begegnung zwischen Hyensch und Mensch befangen, sodass er sich nicht um die Warnzeichen in Mareks Augen kümmerte. »Sind Sie eingesperrt?« Ernest nickte. »Was denken Sie denn? Selbstverständlich werden Sie in Käfigen gehalten. Ich lasse Sie jeden Tag für eine Stunde gruppenweise in den Sicherheitsbereich hinter dem Gebäude. Dort bekommen Sie frische Luft und können sich austoben.« »Haben Sie denn noch nie angegriffen? Hyänen sind doch hinterhältige Tiere und vor allem kampflustig, oder?« Marek beobachtete die Reaktion des Wissenschaftlers genau. Ich hatte ganz zu Anfang ein Exemplar dabei, das Anzeichen für kämpferische Handlung zeigte. Aber das habe ich zwischenzeitlich in den Griff bekommen, also keine Sorge. Es ist mir nicht besonders geheuer, in dieser Hybriden gegenüberzustehen, wandte Marek ein und lauschte, ob er hinter den noch immer geschlossenen Tür Geräusche hörte. »Sie sind völlig harmlos«, wiederholte Hill. »Sie dürfen nur keine Angst zeigen, sonst fühlen sie sich sofort überlegen. Sie haben in dieser Hinsicht die Eigenschaften von Menschen angenommen.« »Auch Menschen sind aggressiv, nicht nur deine Scheiße, jenen«, dachte Danielewski. »Der Mensch ist nicht unbedingt die friedlichste Spezies auf Erden«, gab er zur Antwort. »Ach, Marek, nun übertreiben Sie doch nicht. Was macht der Mensch denn schon?« Dr. Hertz' Lachen klang wie das eines Verrückten. »Sie führen Kriege gegeneinander. Sie töten ihre eigene Spezies für materiellen Reichtum. Wenn das nicht aggressiv ist, dann lassen Sie uns reingehen«, forderte der Pole den Wissenschaftler auf. »Ich werde danach entscheiden, ob ich bei diesem Projekt überhaupt mitmachen will.« »Ihnen bleibt nichts anderes übrig«, flüsterte Hill. »Man hat sie mir fest zugeteilt und deshalb bleiben sie hier. So einfach ist das. Sie sind der beste Tierpfleger, den ICT zu bieten hat und deswegen habe ich sie auch angefordert.« »Das werden wir noch sehen«, dachte Marek. »Wenn mir gar keine andere Möglichkeit bleibt, werde ich den Job kündigen. So einfach ist das.« Dr. Hill untersuchte den Schlüsselbund an seinem Gürtel und sperrte die Tür auf. Der Geruch nach Raubtieren verstärkte sich sofort und ließ Marek niesen. Ja, sie riechen ein wenig«, gab Ernest zu. »Es wird hoffentlich nicht mehr lange dauern, bis wir sie dazu kriegen, dass sie sich freiwillig waschen. Wie gesagt, sie haben viele Eigenschaften der Menschen.« Danielewski sah sich in dem dämmerigen Raum um. »Können Sie denn sprechen?« Ernest drehte sich um und sah den Polen eine Weile nachdenklich an, während er die Tür wieder ins Schloss drückte. »Noch nicht«, gab er schließlich zur Antwort. Danielewski schluckte. »Sie wollen es Ihnen also beibringen?« Dr. Hill nickte. »Verstehen Sie denn, was mit Ihnen geschieht?« »Ich vermute, dass Sie es ahnen. Manchmal habe ich den Eindruck, als wüssten sie ganz genau, dass sie ihr altes Leben gegen ein neues getauscht haben.« Ein leises, nichtsdestoweniger bedrohlich klingendes Knurren kam aus einem der Käfige vor ihnen. Marek zählte und kam auf je 10 Zwinger, die sich zu beiden Seiten eines schmalen Korridors erstreckten. »Also befinden sich hier aller Wahrscheinlichkeit nach 20 dieser Hyänenmenschen. Wie viele solcher Räume mag es wohl im Zielkomplex geben?« Dr. Hill machte eine einladende Handbewegung in Richtung der Käfige und übernahm dann die Führung. »Hier entlang. Ich möchte Ihnen meine Lieblinge vorstellen.«
Er deutete auf ein Regal, das links neben der Tür auf Augenhöhe angebracht war. In mehreren verschiedenen großen Glasbehältern befanden sich diverse Kreaturen in einer farblosen Flüssigkeit, die unterschiedliche Stationen der Kreuzung zwischen Menschen und Hyänenembryonen zeigte. Der Pole betrachtete die befremdliche Sammlung mit einem skeptischen Blick. Dann folgte Marek seinem Vorgesetzten mit einem mulmigen Gefühl und versuchte noch immer im Dämmerlicht etwas zwischen den Gittern zu erkennen. Dunkle Schatten hatten sich in die hinteren Bereiche der Zellen gedrängt und warteten geduldig, bis sie ihre Besucher näher betrachten konnten. »Sie sind verunsichert«, erklärte Ernest und näherte sich dem ersten Käfig. »Das hier ist Jutlu. Komm her, meine Süße.« Seine Stimme hatte den Klang eines Erwachsenen angenommen, der sich mit einem Baby unterhält und meinte, dass es sowieso keines seiner Worte verstehen würde. »Ich habe Besuch mitgebracht. Schau ihn dir an, er tut dir nichts.« Ein leises Schnauben war zu hören, gefolgt von einem gurgelnden Geräusch, das sich anhörte wie ein Rülpser. Danach verhaltenes Scharren. Marek war hinter Ernest hergetreten und kniff die Augen zusammen, um endlich eines der Hybridwesen zu Gesicht zu bekommen. Die Gestalt in der Ecke des Käfigs hatte die ungefähre Größe eines Menschen. Marek schätzte zwischen 1,70 Meter und 2 Metern. Es sah aus, als säße der Hyänisch am Boden und hätte den Kopf auf die Knie gelegt. Aber es war noch zu dunkel, um genaueres zu erkennen. »Ich kann nichts sehen«, sagte er nach einer Weile. »Ich möchte den Krokuta noch ein wenig Zeit geben, bis ich dir Beleuchtung anmache. Sie sollen sich erst einmal an ihren Geruch gewöhnen, bevor ich das Licht einschalte.« Er lächelte. »Sie sind irritiert und wissen nicht genau, wie sie sich verhalten sollen«, flüsterte er und streckte seine rechte Hand durch die Gitterstäbe. »Komm her, Jutlu.« Die Kreatur rutschte ein wenig zur Seite und hob den Kopf. Gelbe Augen leuchteten hell auf und Marek betrachtete fasziniert, wie sich das Mischwesen in Zeitlupe erhob. Wieder war ein leises Grollen zu hören, bevor sich der Hyänisch in seiner ganzen Größe zeigte und auf den Wissenschaftler zuschlurfte, als wäre er an einem seiner Beine verletzt. »Was hat er?«, wollte Danielewski wissen. »Es ist eine Sie«, verbesserte Dr. Hill und drehte sich nach dem Polen um. »Sie hat sich den Knöchel verstaucht, als sie zusammen mit ihrem Clan draußen im Sicherheitsbereich war. Dort hatte sie mit dem Anführer einer anderen Gruppe eine kleine Auseinandersetzung.« »Andere Gruppe?« Mariks Stimme klang ängstlich. »Wie viele Gruppen von diesen Viechern sind im C-Komplex?« wollte er wissen. Professor Dr. Ernest Hill stand mit einem Ächzen auf und winkte den noch immer in der Ecke stehenden Hyänisch zu, als wolle er ihn dadurch mitteilen, dass alles in Ordnung sei. »Eigentlich werden die Rudel Clans genannt«, erklärte der Wissenschaftler. »Wir haben mittlerweile 11 Clans und ich bin im Moment dabei, einen 12. aufzubauen.« 11 Clans. Marek Danielewski schüttelte den Kopf und ließ seinen Blick noch einmal über die Käfige vor ihn schweifen. »Und in jedem dieser Clans befinden sich wie viele dieser Hybriden?« 20, gab Hill zur Antwort und hob beschwichtigend die Hände, als ahnte er bereits die nächste Entgegnung Mareks. »Aber keine Sorge.« »Keine Sorge? Sie sagen, ich soll mir keine Sorgen machen?« antwortete der Mann. »Das sind über 200 dieser Kreaturen. ICT ist... Es ist verrückt, so viele Hybriden zu erschaffen, noch dazu, wo es sich bei Hyänen um aggressive Tiere handelt. Das Experiment muss sofort abgebrochen werden.« So, an dieser Stelle, die so spannend war. Ich bin gemein, ich weiß. Höre ich jetzt auf? Ich hatte gerade so gehofft, dass du nicht aufhörst. Soll ich nicht aufhören? Ist das eine Option? Ich sag mal so,
Wie wär's denn mit einem Deal? Wenn wir jetzt noch eine Spende zusammenbekommen, liest du noch mal ein kleines Stückchen weiter. Das ist Erpressung. Nein, das ist keine Erpressung, das ist ein unverbindliches Angebot. Also, ich hatte, weiß nicht. Ja, was sagt ihr bis jetzt erstmal zu dem Buch? Ich mache morgen übrigens nochmal eine Hörprobe auf YouTube. Also, da wird dann noch ein bisschen. Ich lege einfach. Ich glaube, ich mache das mit Musik. Ich habe die Hörprobe jetzt noch nicht rausgesucht, aber sie kommt morgen, weil ich erstmal noch so abschätzen wollte, wie viel ich heute lesen werde. Und dann gucken wir mal. Auf jeden Fall, morgen kommt eine Hörprobe. Wahrscheinlich eine etwas längere, vielleicht mit Musik. Ich glaube mit Musik, oder? Ja, auf jeden Fall mit Musik. Ja. Das ist Georg. Hier, bitte. Warte, jetzt. Ich bin jetzt die Bartfee. It's just a nerd und my jigs wären. Hast du It's just a nerd schon? Nein. Okay, it's a nerd. It's a nerd. Erstmal vielen Dank dafür, dass Georg und It's a Nerd hat gerade Test geschrieben. It's a Nerd, bist du volljährig? Wenn du es nicht bist, wäre my XYZ Magix. Magix, danke. Das ist okay. Ja, ich bin auf jeden Fall gleich wieder da. Bitte nicht mehr ein Stück Zeit gehört in der Mittel. Ich lese so lange. Genau, stimmt. Wir haben ja die Spende bekommen. Entschuldigung. Ernest lachte laut auf. Sie verlangen, dass diese Untersuchungen eingestellt werden. Ich habe nicht erwartet, dass sie so witzig sind, mein Lieber. Er wandte sich zur Tür, durch die sie den Raum betreten hatten, und machte ein paar langgezogene Schritte darauf zu. Seine linke Hand betätigte den Lichtschalter. Gleißendes Licht aus dicken Strahlern blendete Marek und er kniff im ersten Moment die Augenlider zu, um sich an die Helligkeit zu gewöhnen. Er hörte ein Kratzen aus der Richtung von Jutlus Käfig und konnte seine Neugier nicht länger zügeln. »Warten Sie erst einmal ab, bevor Sie ein Urteil über Sie fällen«, vernahm er Dr. Hirts Stimme von der rechten Seite. Aber der Anblick des Hyänen ließ ihn die Worte nicht richtig zur Kenntnis nehmen. Jutlu stand gebückt da, als wolle sie gerade etwas aufheben, das vor ihr am Boden lag. Der Kopf war hyänentypisch gesenkt und die gelben Raubtieraugen musterten Marek von oben herab, als hätte sie die Arroganz des Menschen mit der Hinterlistigkeit einer Hyäne verschmolzen. Danilewski bekam unwillkürlich eine Gänsehaut und sah sich besorgt nach dem Wissenschaftler um. »Keine Sorge, Marek, sie wird Ihnen nichts tun«, versuchte er den Mann zu beruhigen und forderte ihn mit einer Handbewegung auf, näher an die Gitterbox zu treten. Der Pole richtete seinen Blick wieder auf das Mischwesen und machte zwei kleine Schritte auf das Gefängnis zu, hinter dem sich Jutlu aufrichtete und dabei das Maul ein wenig öffnete. Die eng aneinander liegenden Augen beobachteten jede Bewegung des Näherkommenden. Marek sah scharfe Reißzähne zwischen den nach oben gezogenen Lefzen, die einst menschliche Lippen waren. Die Fusion zwischen Mensch und Tier war auf eigenartige, faszinierende Weise nahezu perfekt gelungen. Danilewski hatte den Eindruck, als hätte sich der Hyänsch sämtliche vorteilhaften Äußerlichkeiten seiner beiden Bestandteile ausgesucht, um daraus eine schillernde Persönlichkeit zu bilden. Das normalerweise starre Fell einer Hyäne hatte sich in einen weich aussehenden Pelz verwandelt, der an die Behaarung eines Bären erinnerte. Die Augen waren zu schmalen Schlitzen verengt, die aber noch immer menschliche Züge zeigten, die Marek für kurze Zeit glauben ließen, er könne tatsächlich mit der Kreatur sprechen. Ein langer Speichelfaden troff aus der linken Seite des noch immer halb geöffneten Mauls und glitzerte im hellen Licht der Deckenlampen. »Das ist Wahnsinn«, flüsterte Marek und ging einen weiteren Schritt auf den Zwinger zu. »Ja, das finde ich auch«, meldete sich Dr. Hill hinter dem Tierpfleger zu Wort.
ICT hat mit meiner Hilfe etwas ganz Besonderes erschaffen. Und wenn wir die Krokota untersuchen, werden wir früher oder später etwas Bedeutendes zu finden, um Transgender... Jutlu fauchte und schoss wie ein Blitz auf das Gitter zu, schlug mit beiden Fäusten dagegen und stieß ein derart lautes Brüllen aus, dass Marek sofort erschrocken zurückwich. Der Hyänsch versuchte, seine langgezogene Schnauze durch die Gitterstäbe zu zwingen, als könne er Danielewski erreichen und ihm die Kehle zerfleischen. »Wie gesagt«, ertönte Dr. Hitts Stimme, »Sie müssen sich erst an ein neues Gesicht gewöhnen. Sie haben viele Jahre niemanden außer mir gesehen.« Die anderen Krokota schienen ebenfalls erwacht zu sein, denn aus den Käfigen drang ein Heulen, das Marek an das von Werwölfen aus alten Horrorfilmen erinnerte. Als er sich in Richtung Tür zurückziehen wollte, spürte er Dr. Hills Finger am Rücken. »Bleiben Sie, wo Sie sind«, murmelte er. »Zeigen Sie keine Angst, dann gewöhnen Sie sich an sie. Aber bleiben Sie einfach stehen«, riet der Wissenschaftler und schlug Danielewski leicht auf die Schulter. »Ich werde Jutlu und die anderen beruhigen.« Marek nickte und stemmte beide Hände in die Hüften. Er stand ruhig da und beobachtete, was Ernest vorhatte. In den hinteren Käfigen begann ein wütendes Rumoren und als Danielewski seinen Blick in diese Richtung wandte, sah er mehrere der Tiermenschen an den Gittern stehen und daran rütteln. Mittlerweile war der Raum von einem unheimlichen Winseln, gemischt mit drohenden Kläffen erfüllt, und der Pole war sich nicht sicher, ob er sich dabei immer noch um die kurze Kennenlernphase handelte, von der Professor gesprochen hatte. Der Geruch nach nassem Fell war intensiver geworden. Auf der linken Seite der Käfigreihe begannen die ersten Krokota mit den Füßen gegen das Gitter zu schlagen. Das Rütteln an den Eisenstangen klang wie eine Meeresbrandung bei Sturm. Ernest ging in die Hocke und neigte den Kopf, als wolle er Jutlu seine Ehrerbietung erweisen. Es sah fast aus, als würde er den Hybrid anbeten, wie eine Gottheit. Der Hyän schnupperte, um zu überprüfen, ob es sich tatsächlich um den Menschen handelte, den er kannte, und kniete sich dann ebenfalls zu Boden. Er tastete mit der rechten Hand nach dem Wissenschaftler und strich über dessen Hinterkopf, als wolle er ihn trösten wie eine Mutter ihr Kind. »Sehen Sie«, sagte Hill triumphierend. »Onkel Brody, einmal noch. Ah, das ist nett, danke. Mach ich die Bartfee?« »Ach Mensch, ich kann nicht aufbringen. Ich bin alt.« »Aber es schreibt keiner. Magix, jetzt hat Magix geschrieben.« »Gott sei Dank.« »Kannst du...« »Ich notiere ihn.« »Hast du auch vorher It's a Nerd?« »It's a Nerd, habe ich mir okay. Greenmore sagt, das Buch gefällt mir immer mehr. Freut mich. Freut mich voll.« Übrigens, für alle, die es gefordert haben, sowohl auf Bandcamp als auch auf Etsy stehen nun die genauen Spieldauern aller Hörspiele und Hörbücher. Und danke nochmal, Onkel Brody, für die Donation. Ja, vielen, vielen Dank, Onkel Brody. So. »Sehen Sie«, sagte Hill triumphierend, »Sie kriegen sich wieder ein. Vertrauen zu mir.« »Und was ist mit den anderen?« Marek sah in den hinteren Teil des Raumes, wo ihm die Krokota eher wütend als beruhigt davor kam. »Sie scheinen mich aber nicht besonders zu mögen.« Er drehte sich zur Tür und legte seine linke Hand auf die Klinke. »Ich denke, es ist wohl besser, wenn ich von hier verschwinde. Bleiben Sie!« Dr. Hill stieß die Worte wie ein Befehl aus, der keinen Widerspruch duldete. »Geben Sie ihnen verdammt nochmal eine Chance!« fauchte er. »So, jetzt aber!« »Ah, meine Stimme!« Dr. Hill, ich weiß gar nicht, ob ich den im Hörbuch auch so alt gesprochen habe. Glaube schon. Also nicht ganz so. Ich glaube, ein bisschen heller. Was ist denn hier los? Das ist mein, Friedhof der Kuscheltiere. Friedhof der Kuscheltiere. Shiva, können wir über... Oh, der arme Hund, der kriegt nichts zu essen und keine Liebe. Kannst du dich bitte um die kleine Shiva... Soll ich sie mir auf den Schoß setzen, während wir streamen? Shiva, jetzt sind die Leute hier. Du kannst jetzt... Vielleicht ruft jemand das Jugendamt.
Das ist deine Chance, jetzt den Leuten Bescheid zu sagen, wie schlecht es dir geht. Dankeschön, Moni. Dein großer Auftritt. Jetzt sing. Sing, wie du noch nie gesungen hast. Ah, sie will nicht. Nein, ich will sie nicht. Likey, geh du mal. Nein, lass mal nicht so. Ja, ich muss kurz die Hunde entsorgen. Komm, entsorgen nennt man das heute. Und wir haben 20 von diesen Zwingern. Was? Scherz. Okay, alle sind weg. Gut. So, jetzt bleibt mal hier draußen, ja? Sehr schön. Es freut mich, dass ich euch jetzt Appetit auf das Buch machen konnte. Ich mache wieder lustige Musik an. Ich werde zunächst mal wieder eine neue Playlist machen. Ich glaube, ich habe meine Kniescheiben platt gekniet. Entschuldigung. Okay. Das hast du definitiv. Das freut mich total. Wie gesagt, wer heute keins bekommen hat, kann, also noch besteht ja die Chance, aber kann sich das direkt für heute Abend auf Bandcamp holen. Oder ihr wartet halt ein paar Tage, also ihr holt es euch heute als CD und bekommt es dann nächste Woche nach Hause geschickt. Also wir schicken es morgen los. Also ihr könnt theoretisch auch beides machen, aber da ihr es als MP3-CD bekommt, außer ihr besteht darauf, ihr wollt die absolut ungeschnittene Top-Hyper-Qualität einer FLAC- oder Wave-Datei, dann müsst ihr Bandcamp nutzen. Auf CD ist leider nur MP3, aber man hört den Unterschied nicht. Ja. Wie lang ist das Hörbuch und gibt es das als Taschenbuch auf Amazon oder Festa? Festa hat damit gar nichts zu tun. Das ist nicht im Festa Verlag erschienen. Also, es gibt es auf Amazon und ihr könnt auch... Das Buch gibt es auf Amazon, ihr könnt es auch im Buchladen bestellen. Mit dem Befehl Buch könnt ihr auch über den Reflink es kaufen, solltet ihr dies wollen. Dann haben wir auch noch ein bisschen. Wenn ihr über den Reflink kauft, unterstützt uns das auch, weil wir eine kleine Provision kriegen, ohne dass sie euch abgezogen draufgeschlagen wird. Und das Hörbuch gibt es aber nicht im Shop, sondern nur online und in 3 Monaten als Audible, Google Play, Tolino und was es nicht alles gibt. Das sagst du dann nochmal in 3 Monaten. Übrigens, kleine Randinformation, am 22.06. erscheint Marie Merz's Psychopath auf Audible, Google Play etc. Wann? 22.06. Das ist bald. Sehr, sehr bald. Das für alle, die es nicht erwarten können. Und für die, die es noch früher haben wollen, Marie Merz's Psychopath ebenso wie Koma und Voyeur von unserer lieben Kati sind als MP3-CDs immer noch für das ganze Wochenende 10% reduziert, kostenloser Versand und bestellt noch heute mit dem Coupon Nachtzug, dann kriegt ihr auch Nachtzug als MP3-CD 10% günstiger nochmal. Die Frage war, wie viele Seiten hat das Buch? Och, Kabi, sammle bitte die Fragen. Also, das Buch hat... Ich mag es, dass du das direkt am Mikrofon machst. Das macht das Ganze ein bisschen ASMR-like. 479 Seiten. Danach kommen noch ein bisschen... Es sind übrigens 11 Stunden und 46 Minuten. 11 Stunden und 46 Minuten. 479 Seiten. Ich möchte betonen, Voyeur ist 20 Minuten länger. Voyeur? Habe ich gerade nachgucken müssen. Okay. So. Also, jetzt wisst ihr es. Ich möchte auf jeden Fall mal kurz, um ein bisschen wieder Ruhe einkehren zu lassen. Das war so hektisch mit diesem Spendenspiel. Fand ich richtig schön. Vielen, vielen, vielen Dank für alle, die gespendet haben. Danke dafür. Und das ist, finde ich wirklich lieb, dass ihr euch gegenseitig da so beschenkt habt. Das finde ich richtig toll. Aber um jetzt mal ganz ruhig einkehren zu lassen, das ganze Revue passieren zu lassen, was du gelesen hast. Du hast richtig, richtig schöne Passagen dir ausgesucht zum Vorlesen jetzt. Ich fand's sehr spannend und vor allem jetzt am Schluss die Krokota so nochmal kennenzulernen und so eine Aussicht zu haben, wie die sich verhalten, wie die sich geben und nicht zu wissen, was passiert da. Werden die jetzt viel bestialischer dargestellt, als sie tatsächlich sind? Sind sie vielleicht ganz lieb und intelligent und man weiß es nur nicht? Oder sind sie tatsächlich Bestien, Monster? Ist das Ganze moralisch verwerflich oder hat es einen guten Kern? Du hast richtig, richtig schöne Passagen rausgesucht, wie ich finde. Hätte ich es nicht schon hier und wüsste ich nicht schon, was passiert, ich würde es mir jetzt kaufen. Wirklich, also, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, einfach weil ich habe ja aus gutem Grund gesagt, wenn jetzt nochmal jemand spendet, lies weiter, weil ich irgendeine Begründung brauchte, warum du weiterlesen solltest. Ich fand's unglaublich spannend und ich könnte dir jedes Mal wieder aufs Neue zuhören. Zum einen grundsätzlich, weil du liest und ich dir immer zuhören kann, egal was du liest.
Und es ist wirklich, wirklich, wirklich ein spannendes Buch. Und ich kann es jedem nur wärmstens ans Herz legen. Ist wirklich spannend. Es freut mich, dass ich gute Passagen ausgesucht habe. Aber ich glaube, das wäre jetzt jede Passage gut geworden. Aber das ist, was ich meinte vorhin, diese komische Angst vor Wildtieren oder Raubtieren. Wir haben normalerweise jetzt nicht so viel mit Raubtieren zu tun. Also mit solchen unberechenbaren Tieren, die wir halt nicht so gut kennen. Bären, Hyänen, Wölfe. Hier im Stadtpark ist mal ein Wolf rumgelaufen. Und das ist halt auch nicht so angenehm, auch wenn man den nur aus der Ferne sieht und die vielleicht ein bisschen kleiner sind und zotteliger, nicht so schön geföhnt. Man weiß ja nicht, was macht man. Im Park habe ich mal Wildschweine gesehen. Und Wildschweine sind extrem gefährlich, ja. Ich weiß, sie hatte ihre Frischlinge dabei. Super gefährlich. Und mein Ex hat seinen Jack Russell, der nicht sehr intelligent ist. Ich sag mal, er ist nicht umsonst mein Ex-Freund. Aber er weil hat tot halt. Ist? Nein, weil er doof ist. Der, das sein, schließt sich nicht aus. Sein Hund ist halt hingerannt und er hat ihn nicht wirklich zuerst zurückgepfiffen, sondern fand das irgendwie witzig. Aber dann ist diese Wildsau auf den Hund zugerannt und hat den so einmal durch die Luft so. Das war richtig gruselig. Und wir sind ganz schnell ins Auto gerannt. Ich habe Shiva so reingenommen. Die Hunde waren ohne Leine abends. Es gibt einen Begriff. Ich weiß, es ist alles selbst schuld und so. Es gibt einen Begriff in der Naturwissenschaft oder Evolutionstheorie, den ich persönlich sehr, sehr wichtig finde, der allerdings heutzutage sehr weit nach hinten gerückt ist. Über diese Begrifflichkeit handelt es sich um natürliche Selektion. Ich finde, das sollte durchaus ein wenig mehr an Bedeutung wiederfinden, wie wir zum Beispiel an der witzigen Geschichte des fliegenden Hundes nun eben erfahren haben. Naja, der Hund, für einen Hund, dem Hund ist nichts passiert, keine Angst. Ich finde halt nur, was mein Ex war da nicht so gegenwärtig, sondern fand es erstmal, lass erst mal gucken. Nein, wir gucken ja, jetzt nicht. Horrorkopf, der sagt auch gerade, manche sind tot, weil sie doof sind. Das sind ja die Anwärter auf den Darwin Award. Ja, ja. Exakt. So, und so ist zum Beispiel, wenn jemand mal, ich finde es super gruselig, wer auf YouTube guckt nach Videos, in denen Kinder in Gorilla-Gehege fallen. Ich weiß nicht, warum man sowas googeln sollte, aber ich finde es super schlimm. Erstmal, man kriegt auch die ganze Panik mit, das macht es halt auch noch schlimmer. Aber dann liegt da irgendein Kind oder ein Mensch drin und dann. Achso. Dann geht der. Was war das? Dann geht der Gorilla da hin und jede Sekunde ist wie so eine gefühlt eine halbe Stunde. Die verstreicht, man weiß nicht, was macht der. Und das ist so richtig, richtig schlimm. Ellie Pompelli schreibt gerade, wer filmt sowas? Ja, Das erklärst du immer so schön. Da hatten wir diese eine Staffel von AHS geguckt, wo ich auch gefragt habe, warum filmt der in dem Moment noch? Man muss eine Grenze schaffen zwischen sich und dem, was passiert. Das war auch, als dieser Anschlag war im Bataclan. Da sind die Leute hinten durch die Tür auch raus und da waren Leute auf dem Balkon und haben das gefilmt. Du musst da eine Mauer schaffen, eine Grenze zwischen dir und dem, was du da gerade siehst. Das war auch im Hotel, wo ich im Urlaub war, da war auch was ganz Schlimmes passiert und meine Freundin hat gleich das fotografiert, obwohl man davon kein Foto macht, hat sie es gleich, um es für sich, um sich hinter der Kamera zu verstecken. So. Wenn man es durch einen Bildschirm sieht, wirkt es, als wäre es eine Serie oder dergleichen und es wird surreal und man muss sich nicht mit der realen Gefahr oder dem realen Schrecken auseinandersetzen. Worauf ich jedenfalls hinaus will, ist, dass das so ein Horror ist, den wir eigentlich gar nicht so oft spüren. Also so Tiere und Menschen und man weiß halt nicht, okay, was passiert jetzt? Und so ist es halt in diesem Buch. Wer sich halt komplett darauf einlässt, man muss, um diese Hyänen irgendwie unter Kontrolle zu kriegen, muss über seinen Schatten springen, muss etwas tun, das wurde jetzt hier schon angedeutet. Ich hätte das nicht von meiner Angst her geschafft, mich einem Hyänchen so zu nähern. Und ja. Ja, Mina, ich will es auch gar nicht entschuldigen, wenn Leute das machen. Ich will es nur erklären, warum viele das so machen. Wobei ich aber sagen muss, es hat nicht unbedingt etwas Negatives an sich. Problematisch ist dieser Reflex,
Also er lässt sich erklären, deswegen finde ich ihn nicht unbedingt als problematisch. Das Problematische ist nur, wenn man es dann tut, anstatt aktiv zu helfen, wenn nötig. Wenn man keine Chance hat, selbst einzugreifen und zu helfen oder sich selbst retten zu müssen, dann ist das in dem Sinne ein, ach, wie formuliere ich das jetzt, ein Verbrechen ohne Opfer sozusagen. Aber natürlich, wenn man helfen muss oder wenn man sich selbst schützen muss, dann hat das höchste Priorität, das ist selbsterklärend. Aber es ist irgendwie eine Flucht schwierig. Aus der Situation. Man muss halt, man beobachtet nur, man muss nicht reagieren oder agieren. Man muss nicht einschreiten, um zu helfen oder die Situation zu beenden. Man begibt sich nicht selbst in Gefahr, man beobachtet einfach nur. Das ist so, das, wenn du es nämlich nicht, wenn du gerade nichts zu tun hast, dann bist du ja gezwungen, dem zu helfen. Ist genauso wie, das war komisch, aber wurdet ihr schon mal von einem Schwan angegriffen? Das werden verdammt viele. Viele unterschätzen, wie aggressiv Schwäne sind. Schwäne sind extrem aggressive Tiere, wirklich. Nur weil die schön sind und ruhig aussehen, nähert euch ihnen nicht. Die sind extrem aggressiv und gefährlich. Und nicht stänkern. Aber wenn zum Beispiel jemand vom Schwan angegriffen wird und ein anderer ist in der Nähe, wie soll man halt dem helfen? Wie willst du dazwischen gehen? Oder auch diese Situation, wo so ein Kind im Gorillakäfig reinfällt, du kannst halt nur da stehen und beobachten. Du bist halt auch hilflos, kannst nichts machen. Außer natürlich, der Pfleger, der kann was machen. Die gehen da rein und beschießen das Tier, betäuben das und holen dann den Menschen da raus. Das ist super gruselig. Also nicht lustig gruselig, sondern angsterfüllend. Und ja, das ist eben dieser Horror, den ich meine. Hier hat man sowas, man hat völlig normale Situationen. Die Deutsche Bahn verkackt es mal wieder, es fahren keine Züge. Die Menschen sind sowieso schon wegen des schlechten Wetters super schlecht drauf, haben ihre ganz normalen Probleme. Das heißt, es ist eine ganz, ganz normale Situation. Und auf einmal hast du diese riesigen Kreaturen vor dir. Und die können... machen ja alles kaputt. Vor allem, wenn du nicht weißt, was es für Kreaturen sind. Es ist ja nicht der erste Gedanke normalerweise, den du hast, das muss ein Werwolf sein oder sowas. Ja, der Leser bekommt nämlich diese Einleitung. Die Menschen im Zug haben gar keine Ahnung. Gar keine Ahnung, was da jetzt passiert. Und es dauert auch eine ganze, ganze Weile, bis die überhaupt begreifen, worum es geht, was das für Kreaturen sind, dass das echt ist. Das ist ja das Nächste. So oft wie Pranks und versteckte Kamera und sowas kommen, glaubt man manchmal, vielleicht ist es ja gar nicht, vielleicht drehen die da irgendeinen Film oder so. Also es dauert wirklich eine Weile, bis die Leute das begreifen, worum es geht. Und dann muss man sich erstmal völlig neu orientieren. Das ist eine Situation, die hatte man noch nie im Leben. Da gibt es auch keine Anleitung für. Und dann mitten im Schnee. Und das ist halt die Herausforderung. Versucht das mal zu überleben. Auch die Leute in dem Institut für Clone Technologies, die wissen ja selbst nicht, was in diesem Zielkomplex ist. Die werden ja auch überrascht, die Mitarbeiter, die da nachts sind. Das ist das Problem, wenn die Mitarbeiter... Das Problem an dieser Stelle ist, wenn du Geheimnisse von den Mitarbeitern hast, die eventuell ja auch notwendig sind, hast du das Problem, dass die Mitarbeiter keine Ahnung haben, was los ist, wenn einmal tatsächlich ein erwartbares Unglück passiert. Man unterschätzt das. Also vor allem bei sowas... Man geht davon aus, ich habe so vieles vollbracht, ich habe das immer alles unter Kontrolle, ich bin genial, ich weiß, was ich tue, mir wird nie ein Missgeschick passieren. Und das ist eine trügerische Sicherheit, auf der man sich dann ausruht. Und ich glaube, wenn man Gott spielt, fühlt man sich wie Gott und bildet sich auch ein, man wäre unfehlbar wie Gott. Und ich will nur die Krähen erwähnen, die mich angegriffen haben, da wusste ich auch nicht, Vögel. Die kannst du halt nicht einfach so mal wie eine Mücke oder so wegschlagen. Und du kannst sie halt auch nicht so richtig beobachten. Ein Wolf oder so, der steht vor dir. Und der wird nicht einfach spontan nach oben, nach unten, rechts oder links gehen. Und eine Krähe kann das. Es war nicht nur eine, es waren viele. Und die haben mich und Shiva angegriffen. Wussten nicht, wie Shiva reagiert. Was mache ich jetzt mit Shiva? Und andere Menschen konnten mir in der Situation auch nicht helfen. Diese Mistviecher, die mich hier angegriffen haben. Wir müssen da echt mal wieder hin, wir müssen denen mal Hallo sagen. Dazu will ich eine kleine Anekdote vorlesen vom Kettenhund, die mich etwas irritiert hat und ich möchte später eine Aufklärung. Er schrieb, ich hatte in meiner Kindheit eine Hassziege. Erzfeindschaft. Sie hat mich gehasst und ich sie. Jeden verfluchten Tag. Onkel Brody, wer hat gewonnen? Kettenhund, sie. Sie hat mich ständig gejagt. Hey, ich war ein kleiner Junge und das Tier war verdammt aggressiv. Hat mich in einen Bach gejagt. Er sagte als letztes noch, außer gegen Ziegen. Ziegen sind das Böse.
Ja, Kapi, jetzt stell dir mal vor, es wäre eine Schiege gewesen. Horrorcocktail sagt, Schwäne können Menschen mit einem Flügelschlag bewusst erschlagen. Alter. Schwäne darf man echt nicht unterschätzen. Also, das habe ich recht früh in der Kindheit, ich weiß nicht, ob es sogar in der Schule war, beigebracht bekommen. Schwäne sind unglaublich gefährliche Tiere. Die sind vor allem auch sehr aggressiv. Also, die greifen sehr schnell an, auch wenn man selbst ihnen in dem Sinne keinen Grund gegeben hat. Ja, also... Kettenhund fragt gerade, was eine Schiege ist. Ich bin enttäuscht, Kettenhund, hast du gerade nicht zugehört. Beim Hörbuch. Klärt den armen Hund mal auf. Mina sagt, Menschen sind bewusst böse Tiere nicht. Das stimmt. Außer der Jack Russell meines Ex-Freundes. Das war eine richtige... Töle. Sag Töle. Bösartige Kreatur. Der war so böse. Der wusste mal einfach, das ist das pure Böse. Hunde lieben mich. Hunde und Kinder. Russell? Dieser Jack Russell, der war von Anfang an so eine... So bösartig. Der hat mich immer terrorisiert. Der hat das nicht so gemacht, mich einfach angeknurrt, sondern wenn alle geguckt haben, war der voll nett zu mir. Wenn keiner geguckt hat, nachts... Im Bett ist er unter die Decke gekrabbelt, hat sich an sein Herrchen gekuschelt. Aber wenn ich da lag, hat er mich weggeschnappt, hat er so geschnappt nach mir und alles. Naja, denk an Shiva. Wenn Gäste da sind, tut sie auch wie der liebste Hund. Und wenn keiner mehr da ist, sind wir wieder ihre Sklaven. Ja, und wenn sie merkt, wir streamen, dann setzt sie sich hier hin und sagt, Leute, bitte ruft das Jugendamt an. Ich werde hier misshandelt. Ja, tatsächlich misshandelt sie uns. Wir zeigen euch die blauen Flecke nur nicht. Ja. Also. Mina Meer schreibt gerade, eine Schiege ist ein Hybrid aus Ziege und Schaf. Sowas gibt es schon genau wie den Liger, das ist Löwe und Tiger. Aber letztere Kreuzung ist inzwischen verboten. Warum hat man den Liger denn verboten? Ich glaube, weil die Tiere das nicht lange mitgemacht haben. Was sollen sie denn da nicht mitmachen? Na, sie kommen auf die Welt, dann sterben sie gleich. Oder weil es zu gefährlich ist. Nee, oder die weil sterben nicht gleich. Der ist relativ Sammler, groß geworden, der Liger. Den oder weil hatten. Sammler das Vieh wollten. Also das Tier. Ich weiß nicht. Weil ich meine, man denke mal an Muli. Also Pferd, Esel. Das ist zwar ein Dead End, die können sich nicht fortpflanzen untereinander. Aber es ist ja in dem Sinne etwas nicht unbedingt was Unnatürliches oder etwas irgendwie... Ist schwieriges Thema. Das ist ein weites Feld. Das einzige Mal, wo ich sagen würde, ja, man dürfte mit Tieren experimentieren. Ja, das ist ja kein Experiment. Das ist kein Experiment. Naja, aber so sich da einmischen, ist eine Idee gewesen von Olli Schulz. Und zwar Hähnchen. Was? Hähnchen, die ohne Federn leben, aber ganz viel Haut haben. So richtig viel wie bei so einem Hund, der so Falten hat. So viel Haut. Und man kann die Haut abziehen, ohne dass sie Schmerzen haben. Und die Haut wächst ganz schnell nach. Denn an einem Hähnchen ist das Leckerste die Haut, so bei so einem Brathähnchen. Das stimmt. Oh, ich liebe die, wenn die richtig gewürzt ist. Er hat gesagt, das Schönste wäre ein Brötchen nur mit dieser Hühnchenhaut. Und dazu müsste man aber Hühner züchten, die halt nur aus Haut bestehen. Und da würde ich sagen, das wäre das einzige Mal, wo ich sagen würde, ja, okay, dann machen wir eine Ausnahme. Ansonsten bin ich immer gegen sowas. Das ist ein bisschen krank, aber jetzt möchte ich ein halbes Hähnchen. Vorhin hat es hier nach Brathähnchen gerochen. Also jetzt hör auf, sonst kriege ich noch Hunger. Ich dachte mir, wo kriegt man hier Brathähnchen her? Genügend Imbisse hier. Also, ja, nur damit ihr auch mal meinen persönlichen Standpunkt kennt. Das, ja. Das ist ein interessantes... Erzengel sagt, eine eierlegende Wollmilchsau wäre auch eine Idee. Ja. Ehrlich, ich kann es auch nicht riechen. Ich kann nicht kein Fleisch essen. Ich hasse Fleisch im Moment, aber ja. Mina, bei den Gorilla muss ich dir Unrecht geben, sagt sie. Da war doch dieser, wie hieß dieser Gorilla, der zu Unrecht getötet wurde, obwohl er extra weggegangen ist? Ich weiß nicht mehr. Keine Ahnung, wie heißen Gorillas? Makombe oder so, ich weiß nicht, wie hieß der? Und zwar war das so, da ist so ein Kind reingefallen
Und der Gorilla ist weggegangen. Der ist richtig, hat er gezeigt, er geht weg von dem Kind. Er hat es, glaube ich, kurz angeguckt und ist dann gleich weggerannt, als die Pfleger kamen. Und sie haben den trotzdem getötet. Und dann gab es so eine Bewegung, die dann für Gerechtigkeit und Prey und so, und haben dann auch T-Shirts gemacht. Harambe. Danke, Magix. Harambe. RIP Harambe dann und Free Harambe. Und was wollten die? Also man kann es kritisieren, ja, aber was, wenn es in Bewegung war, was war deren Ziel? Was wollten die erreichen? Darauf aufmerksam machen. Okay. Also ich habe das nicht ganz so mitverfolgt, weil es mich sehr geängstigt hat. Aber so ungefähr war das. Aber warum haben die den erschossen? Ich verstehe es nicht. Weiß ich nicht. Kannst du gleich das Video mal angucken? Nein, das werde ich mir definitiv nicht ansehen. Das wäre krank, Kati. Nein, das Beängstigende ist wirklich, wie das Kind da liegt und die Leute schreien und er geht kurz hin, aber dann geht er gleich wieder weg. In erster Linie war es Trollerei. Ich glaube, es gab aber auch Leute, die haben das sehr ernst genommen. Ein fünfjähriges Kind fiel in das Gehege. Der Gorilla hat das Kind aus dem Wasser gezogen, von den anderen Gorillas weggeschleift. Das wurde er erschossen, weil ein Betäubungspfeil zu riskant gewesen wäre, laut des Zoos. Dankeschön, Almighty. Das heißt, er hat das Kind sogar gerettet und wurde dafür erschossen. Ja, er ist ja dann auch, glaube ich, weg. Also er ist, glaube ich, noch ein Stück zur Felswand alleine gegangen, als die Wärter reinkamen. So habe ich es in Erinnerung. Aber ich habe vielleicht möglicherweise dann auch sehr viele von solchen Videos angeguckt, weil es für mich ziemlich schlimm war. Oder so, wenn ihr diese Serengeti-Parks da sehen, wo die Leute dann in diesem Käfig sind und dann kommen plötzlich 30 Löwen und wackeln an diesem Autokäfig. In Dänemark oder so ist auch so ein Park und da war ich, als ich mit meinen Eltern Kind war, aber da waren, glaube ich, nur Giraffen und sowas. Giraffen sind schöne Tiere. Ja, das stimmt. Glaube ich. Dass sie schöne Tiere sind? Nee, das ist in Dänemark, ich weiß nicht mehr. Hühnerhautspießer. Der Kettenhund fragt gerade mal, aus Interesse eine Frage, spielen wir eigentlich noch das Spendenspiel? Ja, wir spielen das den ganzen Abend. Solange das Stream läuft, spielen wir das Spendenspiel. Selbstverständlich. Aber vielleicht will gar keiner mehr mitspielen. Also vielleicht sagen ja alle, sie haben genügend was bekommen. Ich glaube, der Rest ist nicht interessiert oder verdient es nicht. Alter. Ja, das sagen die gerade heimlich. Das tippen sie nicht in ihre Tastatur ein, aber... Oh, Entschuldigung. Aber das sagen die gerade. Er meint, ihr sagt, das Video gibt's auf YouTube, ist ohne die Schüsse. Da sieht man, wie er das Kind aus dem Wasser zieht. Dauert, glaube ich, 4 Minuten, das Video. Erzengel sagt gerade, ich persönlich halte nichts von Zoos. Ja und nein. Ich habe da eine interessante Reportage auf einem Radiosender kürzlich gehört. Da sagte ein Zoodirektor so schön, wenn es Zoos nicht schon gäbe, wäre es höchste Zeit, dass wir welche erfinden. Aus dem einfachen Grund, mittlerweile ist es so, dass die Tiere nicht mehr gefangen und in Zoos gebracht werden, sondern Tiere werden aus Zoos wieder ausgewildert und ohne diese Praxis wären einige Arten tatsächlich auch schon ausgestorben, denn nur noch in Gefangenschaft lebende Exemplare waren noch existent. Die sich halt aber so gut wie gar nicht fortpflanzen, die sehr unglücklich sind. Ein Eisbär in so ein kleines Gehege, Kettenhund, vielen Dank. Eine Runde Nachtzug, tschu, wenn das Gift zu Ende ist. Ja. Erstmal Dankeschön, Hundi. Esso Huni. Das Huhn mit der Hühnerhaut. Es ist Graf Alucard. Graf Alucard. Kannst du das aufschreiben? Ich werde es mir direkt aufschreiben, aber ich bin mir sicher, dass einer der Mods auch gerne schnell schreiben wird. Graf Alucard. Schreib's bitte einfach auf. Dann gehe ich einmal kurz rüber. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Hier, nimm mal einen Kugelschreiber. Ich habe einen Kanti-Winter-Kugelschreiber. Ich benutze nur noch den. Okay. Graf Alucard ist so alt wie ich. Wir sind im gleichen Jahr geboren. Also sind wir beide 21 und damit bist du volljährig und also über 16 und kannst das hervorragend. Denn erst mit 21 ist man volljährig. Ey, Malte fragt, was genau wir denn für ein Spiel spielen. Möchtest du es nochmal erklären, Schatz? Jede Donation ab 5 Euro. Da kommt dann entweder dieses Hundegif oder eine lustige Melodie und wenn das geendet ist, wird derjenige, der in dem Moment schreibt, ausgelost und bekommt das Hörbuch heute geschenkt. Kannst du mir nochmal hier nach Hause geschenkt. Dazu müssen wir euch dann kontaktieren und ihr kontaktiert uns über kontakt@katiwinter.de oder über Discord.
kontakt@katiwinter.de. Ich wiederhole es erneut. Ja. Also, Eisbären laufen Kilometer, Trilliarden Kilometer am Tag, kriegen ein kleines Gehege. Klar können die sich auch zurückziehen dort, aber sie können ja nicht so viel laufen. Ja. Es wurde gerade auch geschrieben, in Oslo Zoo werden zum Beispiel Löwen gezüchtet und wenn keiner sie möchte, werden sie getötet. Grauenhaft. Im Zirkus ist es noch schlimmer. Ja, Zirkus stimme ich vollkommen zu, da brauchen wir gar nicht diskutieren. Aber bei Zoos, man muss da wirklich unterscheiden. Also es ist tatsächlich wirklich bei manchen Tierarten Zoos zu verdanken, dass man sie überhaupt wieder auswildern konnte, dass überhaupt diese Arten wieder existieren in der freien Wildbahn. Die wären schon sonst schon ausgestorben. Also ich war mit Shiva mal im Zoo und wir wurden von einem Elefanten angegriffen. Und das werde ich nie vergessen. Das war ziemlich episch, aber auch erschreckend. Mhm. Creepy Marie sagt gerade, du würdest 30. Was? Ich glaube, sie hat sich verrechnet, oder? Nein, 21. Was? Marie? Was redet sie da? Ich bin verwirrt. Ich weiß nicht, was sie meint. Ich auch nicht. Ich glaube, Mathe war noch nie unser aller Stärke. Okay. Regensburg im Zoo kann man Pinguine streicheln. Wieso bin ich da nie hin? Genau. Ja, siehst du, Graf Alucard sagt auch 21. Und er muss es wissen, denn er ist ja auch in dem Jahr geboren. Wir werden ja wohl wissen, wie alt wir sind. Ich bin zu lange schon Informatiker. Kettenhund schreibt gerade, also 1 plus 1 ist immer noch 21 und ich gehe gerade tatsächlich Zahlensysteme durch, in welchem Zahlensystem das tatsächlich stimmen könnte. Denn 1 plus 1 ist faktisch tatsächlich 10. Okay. Also, im Zürich Zoo gibt es eine Pinguinparade. Ich weiß, das hast du schon mal erzählt. Oh, ich will Pinguine sehen. Ich will eine Pinguinpatenschaft. Da kann ich die streicheln. Oder? Funktioniert das so? Mm-mm. Oh nein. Okay, so, aber ich würde sagen, nochmal zurück zur Nachtzoo. Auf jeden Fall. Wir sind ein bisschen abgeschwiffen, war aber trotzdem eine schöne Unterhaltung. Wie gesagt, das 11 und eine Dreiviertelstunde, wenn ihr jetzt sowieso demnächst viel Autobahn fahren müsst oder viel mit dem Zug fahren müsst oder viel putzen müsst oder wenn ihr eine sehr heftige Klausurenphase bald habt und noch etwas braucht, um zu prokrastinieren, empfehle ich euch Nachtzug als Hörbuch. Ich zeige euch hier das Hörbuch von mir gelesen. Endlich mal wieder was Neues. Das ist jetzt schon lange kein neues, richtiges Hörbuch rausgekommen. Ich erinnere an eine Zeit, da gab es jeden Monat eins. Das war hart. Ich muss immer noch sagen, Hut ab, wie du das geschafft hast. Und vor allem, wie gut du es trotzdem geschafft hast. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe. Das weiß keiner von uns, aber damals konntest du noch trinken, glaube ich. Ja. Es ist nach 22 Uhr, ich darf das sagen. Vieles war einfacher. Apropos trinken, ich muss fragen, trinkt der Autor in diesem Buch? Es gibt keinen Alkohol. Gut. Ich hatte nämlich als Autor, sagst du es irgendwie plötzlich so Vietnam-Flashbacks zu Stephen King. Gut, auf jeden Fall, es wird dieses Jahr noch was Neues geben zum Hören, aber das ist jetzt mit Abstand gerade das Längste und ich freue mich sehr, dass ich mal wieder eine richtige Herausforderung hatte. Das war für mich auch körperlich diesmal herausfordernd und ja, ich bin froh, dass es nun endlich released wurde und wie gesagt, in 3 Monaten gibt es das auf Audible. Es ist bereits eingestellt am 31.08.2019. Notiert es euch. Wir können da übrigens keine Rabattaktion einstellen, da haben wir keinen Einfluss drauf. 31.08.2019 erscheint es auf Audible, Google Play und anderen Plattformen. Ich glaube, Tolino zum Beispiel auch noch ein paar. Tatjana fragt, ob ihre Mail angekommen ist. Geh mal gucken. Ja. Okay. Kam an. Hatte ich geguckt. Gut. Ich freue mich auf jeden Fall. Das ist da schon, da bin ich dann schon im Urlaub. Also da wird jetzt, ab August werde ich nicht arbeitsfähig sein und dann 3 Monate Mutterschaftsurlaub machen. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen und sagt, es ist okay, Kathi, jetzt hat man keine Streams. Aber danach geht's ja dann nochmal. Ja, du hast ein Handy, im Krankenhaus hat man WLAN. Alter!
Gut. Es gibt Mittel, es gibt Wege. Ja, dann würde ich sagen, heute war ein lustiger Stream. Es war ein sehr witziger Stream, aber ich muss wirklich nochmal sagen, ich weiß nicht, ob es nur so mir so ging jetzt, aber es war auch ein sehr spannender Stream. Also sobald du gelesen hast, ich habe nebenbei gearbeitet, aber ich konnte mich kaum konzentrieren. Erstens, wie du es gelesen hast, hast du mal wieder sehr schön gemacht, aber vor allem, es ist unglaublich spannend geschrieben. Die Thematik ist genau meins, es ist richtig, richtig interessante Idee, das Setting ist gut, man kann sich hineinversetzen, man kann die Angst der Protagonisten nachempfinden. Also ich, wie gesagt, ich kann eigentlich nicht verstehen, wenn jemand sagt, er möchte es nicht haben und hören. Das freut mich, dass du das nochmal so formuliert hast. Wir machen morgen alle Pakete fertig, die die heute auch bestellt haben und die bis morgen Vormittag bestellen, gehen morgen gleich mit raus. Und dann, der Rest dann am Montag. Ganz genau. Ich freue mich. Und bitte, bitte, bitte alle, die jetzt Pakete bekommen, also die paar Patreons und, ach, wen haben wir noch alles, alle, die jetzt heute gewonnen haben, alle Vorbesteller etc., alle, die mit die neuen Briefmarken bekommen haben, bitte gebt mir doch gerne auch ein kleines Feedback auf Discord oder an kontakt@katiwinter.de, wie sie ankamen. Erstens, wann sie ankamen, zweitens, ob sie in gutem Zustand ankamen. Ist ein neuer Versanddienstleister, nicht mehr die Deutsche Post. Würde mich interessieren, nicht, dass die Briefmarken zu einem, ja, ich sag mal, zu hohen Preis kommen. Also bitte sag mir Bescheid, ob da alles gut lief, ob die Zustellung gut gelaufen ist. Vielen Dank dafür. Ich überlese nichts, aber ich sehe manchmal nicht alles. Sag mir, Joker habe ich heute noch gar nicht gelesen. Stream im Kreißsaal. Nein, ich mache keinen Stream im Kreißsaal. Das war Quatsch von Arten. Das war nur ein Witz. Das war wirklich nur ein Witz. Also ausnahmsweise meinte ich es nicht ernst. Ab August mache ich Urlaub, dann habe ich Urlaub. Einen Monat bin ich krankgeschrieben. Vielleicht irgendwann, da passiert dann das, dass ich entbinde. Und dann bin ich 3 Monate in Elternzeit und dann arbeite ich wieder normal. Archie ist dann aber zu Hause wahrscheinlich. Genau, ich werde dann zu Hause sein, ich werde Elternzeit nehmen, da es bei mir als Angestellten geht. Also geht bei Kathi auch, aber ist deutlich aufwendiger und kommt weniger bei rum. Und es ist unnötig, es ist sinnlos. Viele bedanken sich für den Stream. Ich bedanke mich bei euch allen, die gespendet haben vor allem, dass ihr, wie gesagt, ich fand es super, dass ihr so bereitwillig und mit so einer Freude wirklich euch gegenseitig Geschenke gemacht habt. So habe ich mir das gewünscht, so haben wir uns das gewünscht, so haben wir uns das erhofft. Es war ein richtig, richtig, richtig schönes Klima. Es hat richtig viel Spaß gemacht mit euch. Danke dafür. Und allergrößter Dank geht an Kathi für die unglaubliche Arbeit, die sie nachts zurückgesteckt hat. Ihr macht euch kein Bild. Das war mitten im Umzugsstress. Da hat sie nebenbei das aufgenommen, hat ihre normale Arbeit weitergeführt. Hatte schon körperlich unglaubliche Schmerzen. Zu dem Zeitpunkt der Schwangerschaft hattest du unglaubliche Schmerzen, hast es kaum ausgehalten, hast es durchgezogen, hast es geschnitten, hast eine Rekordzeit abgearbeitet und es ist hervorragend geworden, wie wir es nicht anders kennen von dir. Und das dafür wirklich Hut ab und Chapeau. Danke. Und auch wieder heute. Nur beruhige dich, danke. So, also, am Sonntag machen wir nochmal ein paar Wintertales und sprechen ein bisschen über Nachtzug. Vielleicht haben die ersten schon durchgehört. Wir können nochmal ein bisschen darüber reden. Ansonsten ist Sonntag ein bisschen erzählen, quatschen. Am Mittwoch ist dann wieder Lesestream. Ich freue mich auf euch. Und nächste Woche, Freitag, wird es wieder unheimlich mit dem Friday. Schön, dass ihr alle da wart. Danke für alle, die bestellt und donated haben, die da waren. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Auch von mir noch einen wunderschönen Abend und danke für den wunderbaren Stream. Okay. Tschüss. Tschüss.